So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen heute einen Kommentar, also meine Version einer Reaction. In diesem Fall unter anderem auch deswegen, weil eine Reaction tatsächlich gar nicht möglich wäre. Es handelt sich nämlich um einen Beitrag vom ZDF Neo Magazin Royal, heißt das so? Also Böhmermann auf gut Deutsch. Ja, Böhmermann kennen wir wahrscheinlich alle. Jan Böhmermann. So, jetzt offizieller Start. Wichtig, Originalbeitrag, also sprich den Beitrag, um den es geht, vielleicht erstmal angucken, wenn nicht schon geschehen, wenn das noch einigermaßen präsent ist im Kopf, was der Böhmermann da erzählt. Link findet er unten. Und andernfalls kann man den auch theoretisch parallel zu dem, was ich hier so ausführe, gucken. Man kann ihn auch hinterher nochmal gucken, überlasse ich euch. Habt ihr eh bezahlt, also ich auch, wir alle, ist öffentlich-rechtlicher Gedöns natürlich. So, also, erster Punkt, der mir kommentarwürdig erscheint, beziehungsweise ich nenne mal kurz das Inhaltsverzeichnis, Punkte, die ich kommentieren möchte. Nicht so sehr die Gags, sondern mehr so die inhaltlichen Sachen, nämlich erstens diverse Jungjäger, die DJV Jungjägerbefragung und so ein bisschen Statistik zu den Jägern, da müssen wir drüber reden. Ein Arschloch auf zwei Rädern, also Motorrad, ne? Nebenbei. Ich hoffe, ich habe das Mikrofon diesmal wieder richtig eingestellt. Das heißt, solche Störgeräusche sollten für euch sehr leise sein. Für mich sind die erheblich lauter. Also mag es sein, dass ich sie mal kommentiere, auch wenn man sie hoffentlich kaum hört in der Kamera. Ist Jagd denn nun Naturschutz? Ne? Weil da wird ja immer wieder von den Jägern, das zitiert auch das Neo Magazin in diesem Fall, wird immer wieder aufgegriffen, Jagd sei gelebter Naturschutz oder praktischer Naturschutz. Ist das denn so? Da wollen wir mal drüber reden. Ist Tiere töten gut für die Artenvielfalt? Dann Kapitel 3, muss man jagen, weil Waldökosysteme sonst aus dem Gleichgewicht geraten würden? Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt. Dann Kapitel 4, Jagen im Trend, dass das Ganze zunimmt. Das tut es, aber anders als das bisher so war. Das ist also von daher auch ganz interessant, denke ich. Dann hätten wir Kapitel 5, die bösen rechten Jäger. Böse in Anführungszeichen. Ich muss das auch selber ein bisschen Satire anwenden hier. Kapitel 6, die adlige Jagdgesellschaft. Das ist tatsächlich ein bisschen mit Zündstoff ausgestattet und verstehe, dass man dich da ein bisschen vielleicht drüber aufregen mag. Und ganz interessant sind natürlich schon die Insider-Recherchen, die diesbezüglich durchgeführt wurden von Böhmermann und Team. Das sind auch Sachen, die ich so jetzt auch nicht mitbekomme, obwohl ich vielleicht ein bisschen näher an der Szene dran bin als die meisten. So, und siebtens, was beim Adel gerne mal schief läuft. Außerdem habe ich da noch ein achtes, nämlich Jagdreisen ins Ausland und Jagd auf bedrohte Tierarten für jedermann, der noch nicht mal einen Jagdschein braucht, weil man das im Ausland, je nachdem wo im Ausland, einfach mal so machen kann. So, das sind unsere Themen. Das ist natürlich jetzt viel, aber die Jagd ist auch ein Fass. Wenn man das aufgemacht hat, dann kommt da jede Menge Zeug raus. Na? Gut, also Kapitel 1. Da geht es darum, dass eine Statistik vom Böhmermann da eingeblendet wird, wo die DJV Jungjägerbefragung 2021 zitiert wird. Die ist deutlich umfangreicher als die drei kleinen Abschnitte, die da jetzt beim Böhmermann gezeigt werden. Diese da sind 77% der Jäger sind gerne in der freien Natur, 68% der Jäger finden, dass das angewandter Naturschutz ist und 50% der Jäger, die essen gerne Wild. Das sind die drei häufigsten Antworten aus Motivation für die Jagd. Diese Untersuchung vom DJV, der DJV ist der Deutsche Jagdverband, muss man dazu sagen, das ist auch gleichzeitig der größte Jagdverband. Ganz kurz zur Erklärung, es gibt zwei Jagdverbände in Deutschland, also zwei Jagdorganisationen sozusagen, bei denen man ethisch-moralisch Mitglied werden kann und deren Ziele man unterstützen möchte, die haben jeweils Landesverbände und einen Bundesverband. Das heißt, du kannst im Prinzip im jeweiligen Bundesverband sein und dann noch in 7 Landesjagdverbänden, wenn du das dann möchtest, wenn du halt entsprechend weit in Deutschland unterwegs bist. Aber Dachorganisationen, jetzt unabhängig von den kleinen Teilorganisationen, die halt lokal sind, gibt es genau zwei Jagdverbände in Deutschland. Das ist einmal der Deutsche Jagdverband, den gibt es seit immer gefühlt, ne? Also seit es die Jagd, wie sie heute betrieben wird, gibt. Und zweitens den Ökologischen Jagdverband. Das ist sozusagen die Alternative, der sich in
Ja, fundamentalen Teilen auch vom DJV, also vom Deutschen Jagdverband, unterscheidet. Sozusagen ist der DJV der traditionelle Jagdverband, der, das haben wir immer so gemacht, deswegen ist das nicht falsch, sich ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, ein bisschen, die sind auch nicht völlig frei von Neuerungen, auch da gibt es einen Fortschritt, der findet allerdings eher langsam statt, das muss ja auch nicht schlecht sein, das meine ich jetzt wertungsfrei, aber es ist so, dass er langsam ist, und der ÖJV hingegen setzt auf neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, die zum Teil sogar noch ein bisschen umstritten sein mögen, solange sie unter den Mitgliedern des ÖJV Anklang finden, werden sie da umgesetzt. Was der ÖJV tut, funktioniert und basiert im Wesentlichen drauf, wenn wir mal dieses Thema kurz aufgreifen wollen, es gibt in der Forstwissenschaft oder in der Jagdwissenschaft eben diesen Wild vor Wald oder Wald vor Wild. Konflikt, so heißt er, der Wild-Wald-Konflikt möglicherweise. Der Begriff ist umstritten, manche Forstkollegen wollen das nicht gerne hören, aber er beschreibt es eigentlich ganz gut jetzt für die breite Masse. Natürlich ist es ein polarisierender Begriff. Diplomatische Zeitgenossen sagen Wald mit Wild und arbeiten dann in Nuancen, um da eine gute Balance hinzukriegen. Das versuche ich normalerweise auch, aber wenn ich jetzt hier mal die Grundzüge beschreiben möchte, dann kann man grob sagen, dass der DJV, also der traditionelle Jagdverband, für Wild vor Wald steht, ein Stück weit. Also das Wild ist natürlich ihre oberstes Interesse und der Wald, böse Zungen würden sagen, er ist Kulisse für die Jagd. Das ist aber völlig übertrieben und böse, aber es beschreibt einfach ganz gut, wie man sich das als Außenstehender, wenn man den DJV mag, vorstellt. Ja, nicht mag, so rum. Der ÖJV hingegen, also als Außensteher, der den ÖJV nicht mag, ist das der Verein der Tiermörder, die möglichst viele Tiere wegballern wollen, damit der Wald besser und schneller wächst. Tatsächlich sind Wildbestände in Teilen Deutschlands und vor allen Dingen auch Österreichs, in der Schweiz, unterschiedlich, regional sehr unterschiedlich, aber erhöht. Ja? Also so hoch, dass man mit einem geringeren Wildbestand ein besseres Nachwachsen von Jungbäumen bekommen würde. Teilweise ist auch der überhöhte Wildbestand der einzige Grund, weshalb Jungbäume nicht so nachwachsen, wie wir das gerne hätten. Ja, und das will man auf die einfache Lösung, mit der einfachen Gleichung lösen, indem man sagt, ja, dann schießen wir mehr Wild, dann ist weniger Wild da, dann wächst der Wald wieder besser. Das funktioniert zwar, ist aber natürlich eine radikale Lösung und möglicherweise gibt es da auch einen dazwischen, was ich meiner Meinung nach durchaus befürworten würde, dass man da vielleicht noch so einen kleinen Kompromiss irgendwo zwischen diesen beiden Ansätzen finden mag. So, also das nochmal so ein bisschen als Disclaimer, dann wenn wir mal ganz grob mal über die Jagdlandschaft geredet haben, dann müssen wir das nachher nicht tun. Also, und vom DJV, also vom Deutschen Jagdverband, stammt jetzt eben diese Statistik, die wird jedes Jahr erhoben, dann immer mit ein bisschen Abstand veröffentlicht, die eben die Neujägerbefragung, die quasi im DJV Mitglied werden, was fast alle sind, fragt, warum sie denn bitte überhaupt einen Jagdschein jetzt gemacht haben, und da sagen eben 77%, wobei man da sagen muss, Mehrfachnennungen sind möglich. Viele, die bei dieser Umfrage teilnehmen, werden einfach alles, was irgendwie gut klingt, angekreuzt haben, weil sie mannigfaltige Gründe, alle ganz tolle Gründe haben, um Jäger geworden zu sein. Bedeutet, diese Umfrage ist ziemlich für den Eimer, die ist auch nicht wissenschaftlich, die sagt nur was darüber aus, dass wenn du Jäger werden willst und dementsprechend vorhast, viel Zeit in der Natur, im Grünen zu verbringen, dann hast du das deswegen vor und machst das deswegen gerne, weil du unter anderem gerne im Grünen bist, weil du Tiere vielleicht magst, weil du die freie Natur toll findest, weil dir der Gedanke, dass du als Jäger auch ein Naturschützer bist, was häufig stimmt, nicht zwingend muss, das gefällt dir auch, und dann kreuzt du halt einfach alle möglichen schönen Dinge an, weshalb das eben relativ unaussagekräftig ist. Das heißt, dass der Jäger, und Fragen wie, ich genieße das Töten, ich will Macht ausüben, ich stehe auf Schusswaffen, das steht da einfach nicht da. Ja, davon abgesehen, dass es wahrscheinlich die wenigsten ankreuzen würden, dementsprechend, naja, aber realitätsnah wäre es ja schon zu vermuten, dass der eine oder andere vielleicht einen Jagdschein macht, weil das die weitreichendste Erlaubnis, eine Schusswaffe zu besitzen ist, die es in Deutschland gibt, mal abgesehen davon, dass du Polizist wirst. Ja? Oder Soldat. Wobei,
Naja, aber auch nur bei der Militärpolizei sozusagen. Das sind auch die einzigen, die in der Öffentlichkeit mit einer geladenen Schusswaffe rumlatschen oder mit einer Munition und Schusswaffe gleichzeitig rumlatschen dürfen. So, abseits von Truppenübungsplätzen, aber das führt alles viel zu weit. Gut, das also Coop als Reaktion meinerseits bzw. Kommentar meinerseits zu diesen paar Zahlen. Besonders allerdings bei besagter Umfrage ist, dass immerhin noch 50% sagen, ich esse gerne Wild und mich das teilweise motiviert, bei der Jagd teilzunehmen. Und das ist eben ein neuer Trend. Gleichzeitig ist das auch wahrscheinlich der Grund, warum denn die Jägerschaft einen neuen Höchststand erreicht hat. Das erfahren wir ja auch bei Böhmermann. Es gibt mehr Jäger als jemals zuvor. Das ist so dahingehend demografisch auch damit zu erklären, dass wir mehr Einwohner haben als jemals zuvor. Dementsprechend ist dann auch ein höherer Anteil absolut an Jägern, an der Gesamtbevölkerung. Also ist logisch, dass wir jetzt mehr Jäger haben als sonst. Aber trotzdem haben die Zahl der Jagdscheinanträge eben objektiv zugenommen. Und unter denen, die jetzt eben neu einen Jagdschein beantragen, ist tatsächlich ein höherer Anteil von Leuten, die sagt, sie machen das deswegen oder zumindest auch deswegen, weil sie tatsächlich gerne Fleisch essen und nicht im moralischen Konflikt leben wollen, dass sie gerne Fleisch essen, aber nicht in der Lage sind, das Tier dafür selber umzubringen, das sie gerne essen möchten. Und so gesehen sind wir Fleischesser, die wir nicht im Schlachthof Tiere töten oder auf der Jagd Tiere töten oder eigene Hühner halten und sie selber töten oder halt die Gründe, die es da so gibt oder Möglichkeiten, die es da so gibt, um sein Essen selber umzubringen sozusagen, bevor man es dann isst. Alle, die wir das nicht tun, sind wir ein Stück weit natürlich Heuchler, wenn wir dann sagen, Tiere töten ist böse, aber gebt mir jetzt eine Wurst, so in dem Stil, ne? Zum Knabbern. Und ja, das ist also auch ein häufiger Grund tatsächlich, warum man heutzutage Jäger wird, weil man eben nicht in diesem, ja, dieser empfundenen Heuchelei leben möchte und oder nachdem es immer mehr Bewusstsein bei der Frage gibt, was eigentlich auf den Teller kommt und was wir so essen als Deutsche, wollen immer mehr Leute in Anbetracht dessen, dass du bei Fleisch aus konventioneller Tierhaltung, Massentierhaltung darf man es auch gerne nennen, ja, eben nicht so wirklich weißt, was dieses Tier jetzt gemacht hat in seinem Leben, beziehungsweise du weißt mit Sicherheit, dass das Leben nicht besonders schön gewesen sein dürfte. Ja, und bei selbsterlegtem oder generell bei erlegtem Wild ist das was anderes. Es gibt da den schönen Spruch aus der Jagdlobby, den ich aber auch gerne zitiere und den ich auch für richtig halte. Keine Tierhaltung ist artgerecht, ne? Also gar keine Tierhaltung, weil alle Tiere ursprünglich irgendwann mal Wildtiere waren und das Wildtier mit einem im besten Fall gut gezielten, perfekt sitzenden Schuss, während es gerade auf der grünen Wiese oder im Gebüsch im Walde steht und nichts Böses ahnt und es macht Peng und das Tier fällt tot um und hatte davor ein artgerechtes Leben und hat genau das Leben geführt, was man als Reh zum Beispiel halt so führt, dann ist das sicherlich ein besseres Leben und die beste Art und Weise, Fleisch zu erzeugen, es ist ja nicht wirklich eine Erzeugung, an Fleisch heranzukommen, die es gibt, weil mehr Bio als Wild ist nicht möglich und mehr artgerechte Tierhaltung als ein Wildtier ist auch nicht möglich, weil es ist keine Tierhaltung. Ja, und das sind natürlich gute Argumente, die für das Lebensmittel Wildbret sprechen. Da kann man meiner Meinung nach wenig dagegen sagen. Selbstverständlich darf man trotzdem Veganer sein und Vegetarier sein und so weiter und so fort. Aber viele Leute, eine zunehmende Zahl von Leuten, sagen eben, wenn Fleisch, dann Wild, weil ich Massentierhaltung ablehne. Nicht unbedingt den Verzehr von Fleisch, aber halt dann eben den Verzehr von Fleisch aus Massentierhaltung. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt, der hier in dieser Statistik so ein bisschen durchdrückt. Da gibt es also verschiedene Untersuchungen zu, die dann auch etwas seriöser sind, die einen solchen Trend in dieser Entwicklung nachweisen. Ne? Gut. Das zu diesem Teil. Dann lassen wir den Herrn Böhmermann ein bisschen weiterreden und kommen quasi zu dem, was meiner Meinung nach als zweite wesentliche These im Raum steht, nämlich Kapitel 2, ist Jagd denn nun Naturschutz? Ist denn Tiere töten jetzt gut für die Artenvielfalt? Weil das sind ja jetzt Argumente, die auch bei Böhmermann quasi die Jägerschaft haben darf, über die er sich natürlich auch wieder ein bisschen satirisch äußert, das ist ja auch in Ordnung. Und das ist ja generell ein Punkt, wo man jetzt natürlich alleine 17 Stunden drüber reden könnte. Ist
Jagd, Naturschutz, das kommt ganz entscheidend eben drauf an, was man bejagt, wo man es bejagt und unter welchem Kontext die Jagd durchgeführt wird und in welchem Land vor allen Dingen. Ja, also wenn du in Krüger Nationalpark jagen gehst und da Elefanten schießt, dann ist das sicherlich nicht Naturschutz. Im Gegenteil, das ist erstens ein Verbrechen und zweitens Scheiße. Und mir fallen keine entsprechenden Adjektive ein, um das genug zu verurteilen. Ne? Hingegen in einem funktionierenden Ökosystem, das zwar funktioniert, aber ein wenig gestört ist durch die Tatsache, dass es ein Ökosystem ist, das zwischen ganz viel Kultur, Landschaft oder eben Stadt und so weiter und so fort stattfindet, wie das Deutsche eben. Da muss man halt sagen, dass es die Natur, die alles in ihren Regelkreisläufen selber regelt, so in Deutschland definitiv nicht gibt. Ja, also jedes Stückchen Natur, das wir haben, ist, wenn überhaupt, dann nur ganz kleinräumig, wirklich ein vom Menschen unbeeinflusst der Regelkreislauf, nur sehr kleinräumig. Sobald das ein bisschen größer wird, spielt die Nähe zur Kulturlandschaft, die Nähe zu uns, die Nähe zur nächsten Bundesstraße, zur nächsten Fabrik, zum nächsten Haus und so weiter und so fort eine wesentliche Rolle. Und dann ist es mit den rein natürlichen, und natürlich definieren wir jetzt als unter Abwesenheit vom Menschen, ablaufenden Prozessen auch schon wieder vorbei. Ja? Das heißt, wir haben keinen Quadratmeter in Deutschland, der nicht zumindest ein ganz winzig kleines bisschen vom Menschen, von uns beeinflusst ist. Und dementsprechend ist auch unsere Pflanzen-zu-Pflanzenfresser-Zusammensetzung, die erstmal die Basis eines jeden funktionierenden Ökosystems darstellt, nicht 100% so natürlich, wie man das sich vorstellen könnte. So, und wenn das System jetzt eh nicht natürlich ist, dann kann man ja auch daraus vielleicht auch herleiten, dass, na gut, der Drops ist gelutscht, jetzt müssen wir das, was wir haben, halt managen, damit es nicht zusammenbricht oder sich daraus ein nach dem Zusammenbruch wieder natürliches System entwickelt, das dann zwar natürlich ist, aber uns als Mensch nichts nützt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den man grundsätzlich bei der Bewertung von Ökosystemen im Kopf behalten möchte oder sollte. Ein natürliches Ökosystem ist nicht zwingend nützlich. Hä? Und wir als Mensch brauchen um uns rum halt Ökosysteme, im besten Fall, mit denen wir irgendwas anfangen können, die irgendwelche Ressourcen für uns zur Verfügung stellen. Zumindest war es die letzten Jahrtausende so, dass wir solche Ressourcen dann auch gerne genutzt haben. Und das machen wir auch weiterhin. Allerdings inzwischen zugegebenermaßen mit ein paar Menschen auf dem Planeten, die verstanden haben, dass das nicht ewig so weitergehen kann im vollen Ausmaß. Aber wie auch immer, soll heißen, wir haben Pflanzen, die wachsen plus minus relativ von allein. Das würde auch ganz gut funktionieren, sobald man die menschliche Komponente rausnimmt, machen die mehr oder weniger relativ schnell wieder ihre natürliche Funktion, bilden ein natürliches pflanzliches Ökosystem. Aber jetzt kommt ja die tierische Komponente dazu. Und die tierische Komponente besteht traditionell in unserer Landschaft aus Herbivoren und Karnivoren. Herbivoren sind Pflanzenfresser und Karnivoren dann halt eben Fleischfresser. So, und wirklich relevant fürs Ökosystem sind nicht ganz kleine Fleischfresser wie ein Mauswiesel, ne, das ist das kleinste Raubtier der Welt, sondern die großen, ja, die halbwegs großen, die dann auch in der Lage sind, einen halbwegs großen Pflanzenfresser, also Reh und aufwärts, umzubringen und zu fressen. Weil alles von Reh und aufwärts eben dann auch aufgrund der schieren Körpermasse, die die haben, entsprechend viel Energie benötigt und dann entsprechend viel Pflanzenmasse konsumieren muss und dann theoretisch in der Lage wäre, durch die viele Pflanzenmasse, die konsumiert wird, einen wirklich relevanten Einfluss auf die Pflanzenpopulation zu haben. Soll heißen, wenn wir zu viele Rehe haben, wächst der Wald nicht nach. Ja, wenn wir zu viele Hirsche haben, dann wächst der Wald auch nicht nach, beziehungsweise wächst er nur sehr langsam und sehr sporadisch nach. Mindestens kommt es zu einer sogenannten Entmischung, dass sich nur die verbissresistenten Bäume durchsetzen, die entweder giftig, stachlig, super schnell wachsend oder sonst irgendwie vom Reh geschützt sind, weil man sie weiß angemalt hat, zum Beispiel. Ne? Oder hinter dem Zaun wachsen und solche Späße. Ja? Das heißt, wir würden also die natürliche Entwicklung des Waldes, wo auch mal ein vom Verbiss eigentlich empfindlicher Baum steht, aber halt an einem Ort wächst, wo das Reh zum Beispiel schlecht hinkommt, wenn es sowieso in der natürlichen Umwelt eigentlich weniger Rehe gäbe, als wir, im Großteil von Deutschland haben, weil wir in der natürlichen Umwelt
einen Bär hätten, einen Wolf hätten, vielleicht ja auch garantiert den Luchs hätten. Also diese drei Großprädatoren, die alle in der Lage sind, mal ein Reh zu reißen. Der Bär nur so halb, das macht er nur sehr selten, aber theoretisch. Ne? Wolf und Luchs hingegen würden relativ große Mengen von Reh vertilgen, auch relativ große Mengen von Rotwild. Vor allen Dingen der Wolf steht auf Rotwild, ist ja auch lecker. Und ja, das hätte massive Auswirkungen. So, jetzt kann man natürlich sagen, aha, ja, aber dann bringen wir doch einfach Luchs und Wolf, vielleicht nicht unbedingt den Bär, aber Luchs und Wolf unbedingt wieder zurück und dann brauchen wir die Jäger nicht mehr, die die Rolle von Luchs und Wolf sozusagen übernehmen in der Abwesenheit von Luchs und Wolf. Ja, das könnte man machen und dann würde auch wieder Pflanzenfresser und Fresser von den Pflanzenfressern in einem ausgewogenen Verhältnis stehen, aber dafür bräuchte man dann verdammt viel Wolf, also circa dreimal so viele, wie wir momentan jetzt gerade haben, im Minimum, dass die überhaupt einen Einfluss, einen nennenswerten Einfluss auf die Gesamtpopulation von Reh und Rotwild haben würden. Das ist eine ganz grobe Schätzung, so genau weiß das keiner. Das kann man auch schwer experimentell irgendwie rausfinden. Es gibt so ein paar Versuche, das mit Computermodellen zu analysieren, aber ja, momentan sind wir da noch nicht so wirklich so weit, dass wir da eine ganz konkrete Zahl sagen könnten. Jedenfalls erheblich mehr und man darf sehr davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Wolfdichte dann auch auf der Höhe dessen, was überhaupt aufgrund der Fleischversorgung diese Wild erbeuten können, Wild wohlgemerkt, ja, Haustiere nicht mitgerechnet, zulassen würde. Ja. Und das sind so irgendwas im Bereich 5.000 bis 10.000 Wolfsrudel, ganz, 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 ganz grob und je nachdem, wie man rechnet. Und das ist was, was Deutschland wahrscheinlich ohne enorme Wolf-Mensch-Konflikte und wirklich Situationen, wo man mit dem Hund Gassi gehend Angst haben müsste, ist das sehr unwahrscheinlich, dass es dazu kommt. So, das heißt, wer also ein Wolf-Eldorado-Land nicht haben möchte, der muss akzeptieren, dass es die Jagd gibt, weil wir eben eine Kulturlandschaft haben, in der das Verhältnis von Prädatoren zu Herbivoren auseinandergeraten ist sozusagen und es da eben dieses Missverhältnis gibt, was man durch menschliche Jagd eben gegenwirken kann und meiner Meinung nach auch sollte. Alternativ, wenn es keine Raubtiere gäbe, wir uns die nicht leisten und trotzdem die Jagd einstellen, dann würden große Seuchen dafür sorgen, dass die Tiere uns abhanden kommen und das hat dann erstmal folgendes Problem. Ne? Erstmal werden die Tiere ja ganz, ganz viele, bevor sie dann von der Seuche dahin gerafft werden. Das bedeutet, wenn sie ganz, ganz viele sind, verlieren wir alles, was wir an Jungwald derzeit irgendwo rumstehen haben. Ist durchaus möglich, dass da so gut wie gar nichts übrig bleibt. Bedeutet Waldumbau bezüglich Klimawandel, Waldumbau, um die Löcher, die wir derzeit durch den Verlust der Fichte haben, auszugleichen, alles unmöglich. Wenn wir einmal nur das Wild quasi durch die Decke gehen lassen, bis es von alleine zusammenbricht. Zweitens, Verzicht auf ein nachhaltiges Lebensmittel, das man quasi fast CO2-frei, außer ein bisschen Sprit, um in den Wald zu fahren. Ja, man braucht da ein Auto, weil du kannst das Reh dir schlecht über die Schulter werfen und damit nach Hause spazieren. Wird hin und wieder mal in Bayern so gemacht, wird hin und wieder in Österreich so gemacht. Ist, glaube ich, gesamtdeutsch eher unwahrscheinlich, dass sich das mal durchsetzen wird. Aber ein fast CO2-neutral gewachsenes, produziert wird es ja nicht, Nahrungsmittel, hochwertigstes Fleisch, außerordentlich gesund, super, super nachhaltig, solange man nicht zu viel auf einmal davon schießt, muss man dazu sagen, jede normale Tierpopulation hat eine gewisse Überproduktion, beziehungsweise die Populationsdynamik verläuft wellenförmig und man kann diesen wellenförmigen Verlauf auch ein wenig dämpfen, die Welle etwas weniger hoch, also nicht so, sondern nur so verlaufen lassen, indem man eben Überschüsse abschöpft, wenn Überschüsse vorhanden sind, was fast immer der Fall ist, wenn wir es schaffen, mit unseren beschränkten Sinnen was zu schießen, dann liegt es daran, dass viel da war. Wenn wenig da wäre, schaffen wir es meistens nicht, das erfolgreich zu schießen, es sei denn, wir sind halt ganz ausgebuchste Arschlöcher, die selbst Tiere dann töten, wenn sie schon selten geworden sind und sie gar ausrotten wollen. Das geht schon auch, aber dankenswerterweise gibt es in Deutschland diverse Regeln, die die Jagd künstlich in gewisser Weise erschweren, um dem Tier noch eine gewisse Chance zu lassen, dass es wenigstens eine gewisse Option hat zu entkommen. Finde ich eigentlich auch ethisch-moralisch durchaus nicht verkehrt. Stichwort Weitgerechtigkeit. Die Jäger unter uns werden wissen, was ich meine.
Ja, aber man verzichtet eben wirklich auf ein nachhaltiges Lebensmittel, das unsere Natur, übrigens eines der ganz wenigen Nahrungsmittel, das Deutschland, wenn es vom Menschen unberührt wäre, für uns Homo sapiens zur Verfügung stellen würde. Hier wächst natürlich kein Mais, kein Weizen, keine Kartoffel, nichts dergleichen, kein sonstiges Gemüse, nicht mal die Möhre, wie wir sie kennen, gibt es. Es gibt bloß die wilde Möhre und wer da schon mal reingebissen hat, weiß, naja, es gibt Leckereres. Ne? Sie hat so eine gewisse Urtümlichkeit, aber so richtig lecker ist sie nicht. Wenn du davon ganz viele gefuttert hast, naja, dann gibt es Verdauungsprobleme, weil unser Magen das auch gar nicht mehr gewöhnt ist. Heißt, eine natürlich lebende Population von Homo sapiens in der Fläche, die wir heute Deutschland nennen, wäre nur möglich als Jägergesellschaft. Das ist völlig unmöglich. Ansonsten, man kann im Herbst noch verschiedene Nüsschen aufsammeln, man kann im Spätsommer diverse Beeren pflücken, aber man bräuchte in jedem Fall auch Wild. Man müsste jagen gehen. Ohne eine karnivore Ernährung ist es bei unseren Breiten, das gilt überall auf dem Planeten mehr oder weniger, die kühlgemäßigte Zone, dass man da ohne Jagd eigentlich als Homo sapiens keine Überlebenschance hätte. Gut, also darauf zu verzichten, muss nicht sein. Kann man natürlich aus ethisch-moralischen Gründen vielleicht so sehen, aber es ist technisch wie nachhaltig, wie ökologisch nicht zwingend erforderlich. Gerade wenn die anderen Prädatoren fehlen, gibt es die Population von unseren Wildtieren her, die meisten, nicht die bedrohten, die nicht, aber Reh, Hirsch, Wildsau zum Beispiel, dass man die bejagt. Das kann man machen, ohne dass die zusammenbrechen. Populationsökologisch ist das überhaupt keine Frage. Gut, nächster Punkt, Tierseuchen für Tiere gefährlich, wenn die eine riesige Massenpopulation durchmachen. Sie werden ja durch die Seuche dann auch dahin gerafft und jetzt muss man natürlich wissen, diese Seuche, die dann kommt, die ist nicht nur gefährlich für die Tiere, die sie dahin rafft, also Rehe, Wildschweine, Hirsche, ne, wer sonst noch alles, sondern die kann per Zoonose, eine berühmte Zoonose fängt mit C an und hört mit Rona auf und klingt wie ein gleichnamiges Bier, das wären dann so Sachen, die absolut zu erwarten wären, dass sie sich möglicherweise auf ein anderes Tier überbreiten. Also wenn ein Krankheitserreger von Spezies A auf Spezies B überspringt und für die dann gefährlich wird, das nennt man Zoonose, das Durchbrechen der Artbarriere sozusagen. Also die Schweinepest wird jetzt zur Schweine- und Rehepest oder die Schweinepest wird zur Schweine- und Menschenpest oder sowas in dieser Richtung. Das ist gar nicht mal so unrealistisch, da wir dem Schwein biologisch relativ ähnlich sind vom Verdauungstrakt, vom Atmungssystem her und so weiter und so fort, auch von der Ernährungsweise. Daher wäre es vielleicht eben auch außerordentlich gefährlich für die Humanpopulation, einen riesen Bio-Gärschrank für potenziell auf den Menschen zu übertragende Keime zuzulassen, insbesondere in einer Welt, die menschentechnisch immer dichter bevölkert wird, was das Ausbreitungsrisiko einer solchen sich dann global pandemieartig fortpflanzenden Krankheit erhöht. Beispiel kann ich mir sparen, ne? So, außerdem lässt sich das selbstverständlich auch auf Haustiere übertragen. Sollte also mal ein Hausschwein irgendwann mal Rüssel an Rüssel, falls es doch mal jemals ein Hausschwein mit Freigang geben sollte in einem normalen, modernen deutschen Schweinemastbetrieb und es hat Rüssel zu Rüssel Kontakt mit einem Wildschwein, dann kannst du es hinterher gleich mal sofort schlachten, bevor du es wieder in den Stall lässt, weil es dann garantiert irgendwelche Keime mit in den sterilen Stall bringt bei Schweinen, die kein Immunsystem haben, weil sie keins brauchen, weil sie unter sterilen Bedingungen gehalten werden. Was immer noch besser ist als Schnitzel mit Antibiotika, mit hohem Anteil Antibiotika zu fressen, aber das Ganze ist wahnsinnig kompliziert und außerordentlich schwierig und deswegen ist das vielleicht keine so wirklich, wirklich gute Idee. Ja? Ja, außer das hohe Risiko für Zoonosen habe ich gesagt und dann wäre noch der Straßenverkehr zu erwähnen. Wildunfälle werden bei einer zunächst mal enorm zunehmenden Wildpopulation, wie sie gesagt, bevor sie dann zusammenbricht, auch nicht so lustig. Außerdem das Zusammenbrechen geht mit elendigen Verrecken einher. Die haben also alle einen schmerzhaften, furchtbaren, grausamen Tod. Das kann man jetzt als naturgemacht ansehen, weil es ist ja der natürliche Lauf der Natur. Nicht wirklich, weil da hätte es ja eigentlich Großprädatoren gegeben und die hätten ja verhindert, dass es jemals zu einer solchen Massenvermehrung kommt. Wenn eine Großtierpopulation ausstirbt, dann ist es meistens nicht eine Seuche, sondern ein Verlust von Lebensraum, der dazu führt. Und die einzelnen Individuen, die sterben dann halt ganz langsam, haben weniger Nachkommen, aber müssen zumindest nicht grausam an irgendeiner ekligen Krankheit, die zu schleimigen Ausflüssen aus allen Körperöffnungen und ähnlichen schönen Dingen führt, verrecken.
Verrecken ist hier genau das richtige Wort. Das möchte man als Jäger im Regelfall vermeiden und das ist auch das Selbstverständnis der Jagd, dass genau solche wie die eben genannten Szenarien dann bitte nicht auftreten sollen. Außerdem Nutrias, ja, zum Thema Jagd als Naturschutz. Sind die schlimm? Sind die invasiv? Die sind ja ein schönes Beispiel, dass es den Jäger braucht, um die Nutria wieder loszuwerden. Auch das, ja, ihr seht, das ist ein wirklich großes Fass, aber auch das muss man ein bisschen ausführlicher beleuchten. Nutria, auch Sumpfbiber genannt, ist ein mittelamerikanisches Tierchen, das halt eben immer einen großen Pelz hat und sich einen guten Pelz hat und deswegen aus Pelztierzuchtgründen bei uns gehalten würde. Das erklärt der Böhmermann ja auch. Deswegen fasse ich mich da kurz. Zählt zu den Nagetieren, die ZDF-gelben Zähne. Das liegt daran, dass das Tier Eisen in die Schneidezähne einlagert. Das ist also schlicht Rost und dadurch eben besonders scharfe, besonders leistungsfähige Nagezähne entwickelt, mit denen es sehr gut eigentlich alles kleinkriegt, was es so kleinkriegen kann. Ist nicht direkt ein Biber, fällt keine Bäume, könnte das mit dem Gebiss wahrscheinlich, aber trotzdem. Ja. Und Nutrias neigen dazu, im Böschungsbereich von Wasserflächen Baue anzulegen. Das heißt, die untergraben quasi Böschungen. Die buddeln auch gerne mal einen Teil der Böschung weg, um sich dann Flachwasserzonen zu erstellen und da eben, wie gesagt, ihre Baue anzulegen. Und das kostet Geld, um es mal kurz zu machen. So, und das ist der zweite bzw. erweiterte Faktor, wenn man den Invasivitätsbegriff verwenden möchte. Böhmermann erwähnt das auch kurz, Nutrias seien invasiv. Und das ist jetzt eben sehr, sehr umstritten in der Forschung, ob sie es denn nun sind. Im erweiterten Sinne ja, im engeren Sinne wahrscheinlich nein. Das Nutria vermehrt sich deswegen jetzt die letzten Jahre vor allen Dingen explosionsartig, weil wir schon lange keinen kalten, langen Winter mehr hatten. Als es kalte, lange Winter noch gab, das Nutria ist schon ziemlich lange bei uns vorkommend, hat jedes Mal, wenn es einen langen, kalten Winter gegeben hat, die Nutria-Population einen Einbruch bis kurz vor die Ausrottung erreicht. Man hätte dann nur noch ein bisschen nachhelfen müssen und dann wären sie wahrscheinlich wieder ausgerottet gewesen. Okay, man hätte viel nachhelfen müssen, aber es wäre wahrscheinlich möglich gewesen. Und da die Prognosen lauten, dass es irgendwann mal wieder einen kalten und langen Winter geben könnte, ist jederzeit im Prinzip damit zu rechnen oder jeden Winter damit zu rechnen, dass uns die Nutria-Population massiv zusammenbricht und es zu einem Massenerfrieren schlicht und ergreifend dieser wärmeangepassten Tierart kommen könnte. Weil mit wirklich intensiverem Frost kommt die nicht zurecht, wenn das Wasser, in dem sie normalerweise schwimmt, gefroren ist, dann ist vorbei und dann sterben die wirklich wie die, ja, nicht vielleicht nicht unbedingt wie die Fliegen, aber doch so stark ab, dass wir nicht sicher sind, ob man Nutria überhaupt als etablierte invasive Art bezeichnen könnte. Also sprich, dass die so weit in unserem Ökosystem verwurzelt ist, dass sie eben nicht natürlich wieder wegsterben könnte. Ja? Und daher ist sie im engeren Sinne nicht invasiv, weil invasiv bedeutet, die Art hat ein so großes ökologisches Anpassungspotenzial, kann also ihre Ökosysteme, neue Ökosysteme so gut für sich erschließen und sich gegen vorhandene Bewohner dieses Ökosystems durchsetzen, dass sie quasi nicht mehr aufzuhalten ist. So, aber das haben wir eben bei der Nutria nur bedingt durch den Faktor Winter. Muss man also die Nutria jetzt bejagen? Nach Meinung vieler Ökologen, Tierökologen, nicht unbedingt, außer Hotspot-Bejagung, dass man natürlich an Orten, wo sie wirklich großen wirtschaftlichen Schaden und deswegen gilt sie dann als wirtschaftlich invasiv, weil das ist die erweiterte Definition, Art ist dann invasiv, wenn sie Schaden macht in Geld, nicht unbedingt in Ökosystem kaputt, weil das macht die Nutria gar nicht. Diese Uferaushöhlung, die der Nutria, das Nutria, die Nutria, was auch immer, betreibt, ist tatsächlich schwierig, da einen korrekten Artikel zu finden, das variiert auch stark, je nachdem, wie man fragt. Das ist ökologisch alles überhaupt kein Problem. Wirtschaftlich schon, weil wir wollen es wieder rückgängig machen, weil wir halt unseren Rand von unserem Tümpel halt so haben wollen, wie wir uns das mal ausgedacht haben im Gartendesign und nicht so, wie die Nutria das gerne hätte. Ja? Und drum kann man sie kleinräumig oder auch großräumig sehr wohl bekämpfen. Das macht auch nichts, das ist auch nicht weiter schlimm und man kann die Tiere sogar noch essen, was es außerordentlich viel interessanter macht, sie zu jagen, als das eben bei Tieren der Fall ist, die man jagt, also umbringt,
und dann auf den Müll schmeißt, weil man nichts damit anfangen kann, ist so Nutria durchaus essbar. Es gibt auch schon erste Versuche. Einzelne Köche bereiten die bereits zu. Ich glaube, hier und da kann man tatsächlich sogar Nutria-Fleisch privat erwerben. Aber das sollte eigentlich noch erheblich mehr werden. Es spricht wirklich überhaupt nichts dagegen, Nutria zu essen. Viele Völker weltweit essen Nagetiere. Da spricht gar nichts dagegen. Die haben keine Krankheitserreger. Die sind bestes Fleisch. Ne? Meerschweinchen wird ja bekanntlich auch ursprünglich zu Speisezwecken gehalten und nicht als sympathisches Tier für die Kleinen. Also wahrscheinlich auch, aber dann halt trotzdem auch gegessen, so wie Kaninchen früher bei uns einerseits den Kindern gezeigt wurden, die Kinder fanden die niedlich und dann wurden sie halt trotzdem gegessen. Ja, ist der Lauf der Dinge und hat, glaube ich, niemanden aus dieser Generation nachhaltig geschadet. Ist vielleicht auch was uns heutzutage vielleicht eher fehlt. Es sei denn, man möchte Veganer sein. Ja? Also das ist ja auch eine Option. Ich möchte das ja gar nicht falsch schlecht machen. Es ist ja schon eine Option. Ist ja auch nicht schlecht für die Welt, wenn es die gibt. Gut, außer sie sind militant. Dann schon, meiner Meinung nach. Gut, das zum Thema Notwendigkeit. Also ich habe hier aufgeschrieben, kann und sollte man Nutria bejagen? Können, unbedingt. Sollen, kleinräumig auch unbedingt. Im großen Stil wahrscheinlich nicht notwendig, es sei denn eben Geld spielt da eine Rolle. So, und das bringt uns jetzt nicht zu Kapitel 3, das habe ich nämlich jetzt aus Versehen in Kapitel 2 integriert. Das wäre nämlich eben gewesen, muss man jagen, weil die Waldökosysteme sonst aus dem Gleichgewicht geraten würden. Das haben wir ja eben schon besprochen. Weitere Dinge, die den Jäger dazu veranlassen, sich selbst für einen Naturschützer zu halten, was er ein Stück weit ist. Ein Jäger ist auch immer ein Schützer, hat mal mein mich ausbildender Förster gesagt. Und da hat er eigentlich schon einen guten Punkt. Unter anderem bringt eben die Tatsache, dass man Jäger ist, die Pflicht mit sich, auch die sogenannte Hege zu betreiben. Das ist ein Begriff, der unter anderem vielleicht auch dafür verantwortlich ist, dass wir eine gewisse Durchsetzung mit Nazis in der Jägerschaft haben, wie wir später noch dazu kommen werden. Ist aber gleichzeitig eben auch ein Begriff, der bedeutet, sich erstmal im Wesentlichen um das Wild zu kümmern. Das ist grundsätzlich nichts Falsches. Andererseits ist Wild ja gerade dadurch charakterisiert, dass es wild ist. Und dann könnte man jetzt natürlich meinen, dass es Hilfe von Menschen nicht bedarf. Andererseits sind ja die Ökosysteme, in denen das Wild lebt, auch keine vollständigen mehr, die es ursprünglich zur Verfügung hatte. Und dann kann ein wenig Hilfe möglicherweise ganz nett sein. Umstrittenster Begriff der Hege ist die Wildfütterung. Wenn es Fütterung gibt, derzeit in Deutschland dann eigentlich fast nur für Rotwild. Alles andere ist außerordentlich umstritten, beziehungsweise wird von den meisten Wildökologen abgelehnt. Es gibt so ein paar schwarze Schafe, die das anders sehen. Ich gehöre auch zu denen, die das ablehnen. Man sollte Wildtiere wirklich nicht füttern müssen. Ausnahme vielleicht Vögel. Das ist ein anderer Punkt. Aber zumindest Reh, Hirsch, Wildsau etc. pp. Braucht keine Zufütterung. Wenn überhaupt, dann der Hirsch in ganz kalten Wintern unter ganz miesen Bedingungen, wo er kaum noch was zu fressen findet und normalerweise in die Täler absteigen würde. Jetzt ist in den Tälern aber Wasserkraft, Spanplattenwerk, Automobilindustrie, Wohnbebauung, Ikea und was weiß ich was. Ja? Und kein Platz für den Hirsch. Und den wollen wir da also nicht. Dementsprechend brauchen wir, um den Hirsch irgendwie satt zu kriegen, ihn möglicherweise eine Fütterung oben in den Bergen zur Verfügung zu stellen, wo er sonst nichts findet und dann entsprechend alle Bäume abknallen. Würde. Modernere Erkenntnisse zeigen, wenn man ihn füttert, knabbert er aber trotzdem an den Bäumen rum, weil ihm das genetisch einfach so gegeben ist, dass er an den Bäumen rumknabbert, wenn halt Winter ist und er sich in der Nähe von Bäumen aufhalten muss, weil er nicht runter ins Tal kann. So, aber das ist so der umstrittenste Punkt der Hege. Die meisten Leute sind eben inzwischen der Meinung, man braucht überhaupt keine Fütterung. Baden-Württemberg hat sie auch bis auf Sondergenehmigungen, wenn das behördlich angeordnet wird, verboten zum Beispiel. Andere Bundesländer scheinen das auch bald so vorzuhaben, wenn nicht schon passiert. Die Änderungen in den jeweiligen Landesjagdgesetzen gehen alle in diese Richtung. Weniger umstritten im Rahmen der Hege ist zum Beispiel, dass man Salzlecksteine aufstellt. Das kommt allen Tieren, die einen höheren Salzbedarf haben, zugute, weil sie ihren Salzbedarf nicht vollständig oder nicht mehr vollständig oder nur sehr schwer durch Vegetation decken können. Ja, das war mal besser, als die Böden noch jünger waren, aber das Problem besteht jetzt auch schon seit 2000 Jahren oder sowas um den Dreh. Daher kann man jetzt nicht sagen, dass das in letzter Zeit besonders schwierig geworden wäre. Aber wenn zum Beispiel man keinen Salzleckstein aufstellt,
aufstellt und ein findiger Hirsch findet raus, dass am Straßenrand Salzpflanzenvegetation wächst, weil die Straße regelmäßig gesalzen wird im Winter und sich die Pflanzen am Straßenrand darauf angepasst haben, dass da jetzt also nur noch salzresistente Pflanzen wachsen, die Kochsalz einlagern können und unser Hirsch sich denkt, lecker Natrium und frisst da die würzigen Salzpflanzen am Straßenrand, dann könnte es passieren, dass er mal 5 Schritte auf die Straße macht und dann macht es quietsch, krach, bumm und dann ist irgendjemand tot. Wenn es dumm läuft für uns, auch wir. Ne? Ansonsten zumindest teuer das Ganze, muss ich jetzt niemandem erzählen. Und das kann man zum Beispiel eben auch ein bisschen reduzieren, indem man halt den Tieren ein bisschen Salzlecksteine hinstellt. Das ist relativ unumstritten. Das macht das Tier gesünder, aber erhöht die Population nicht. Ist also für die Reproduktionsrate relativ unerheblich, ob die jetzt Salzlecksteine haben oder nicht. Also das sind solche Sachen wie Hege. Ja, und diese Hege als solche, die verstehen manche Jäger als praktizierten Naturschutz. Wie gesagt, das kann man so sehen. Es ist, wenn dann aber, eine ausgleichende Maßnahme, um den Kulturfaktor unserer Landschaft hinsichtlich einer Naturlandschaft sozusagen wiederzubringen oder zu kompensieren, dass er fehlt. Ja, ihr versteht, was ich meine. Aber mit richtiger Natur, also definiert als Abwesenheit des Menschen, Entwicklung, wie sie ohne uns stattgefunden hätte, das ist das nicht das, was der Jäger tut. Ne? Wirklich nicht. Dass der Jäger Jagd also als Raubtier gewissermaßen fungiert, das ist noch seine natürlichste Funktionsweise sozusagen in einem natürlichen Ökosystem. Lange Zeit dachte man, das ist inzwischen ein bisschen widerlegt worden, dass der Jäger auch als selektive Kraft, weil er die kranken und schwachen Tiere rausschießen würde, fungiert und damit den Bestand gesund erhält, wie es auch Raubtiere in der freien Natur tun. Nur blöderweise machen das Raubtiere in der freien Natur so überhaupt nicht. Ja, das ist also ein weitgehendes Missverständnis. Das basiert darauf, als man die ersten Jagden von Wölfen zum Beispiel in Amerika gefilmt hat, vom Hubschrauber aus, wie die Wölfe, das ist auch relativ hoher Höhe, damit man sie nicht zu sehr stört. Und die rennen dann den Karibus, den Elchen, den Moschusochsen oder was auch immer hinterher und kriegen dann, wenn sie die ganze Herde verfolgen, logischerweise das langsamste Tier. Und daraus resultiert dann die Vermutung, die schnappen sich immer das langsamste und krankeste Tier und halten die Herde gesund. Das kann man auch bei Löwen beobachten, in Afrika ähnliche Verhältnisse. Das sind aber Ausnahmen, die halt spektakulär sind und gefilmt worden. Wenn wir uns die Mehrzahl der Tötungen angucken, dann ist das gerade auch zum Beispiel, seit man sehr gut mittels GPS-Technik Losungen finden kann von Raubtieren, das ist alles viel einfacher geworden, als man nicht noch mit dem Hund durch den Wald latschen musste, der das Zeug riecht, sondern in einem Gebiet, wo man gar nicht weiß, ob da überhaupt Wölfe sind, zum Beispiel Wölfe, sondern jetzt weiß man, wo ist der Wolf, wo ist damit zu rechnen, da hat er sich lange aufgehalten, dann finde ich da wahrscheinlich los und da geht man dann immer noch mit dem Spürhund hin, der die Wolflösung riecht, Losung riecht und findet die dann auch, kann die analysieren, weiß, was hat der gefressen und so weiter und so weiter. Man kann auch Risse, die man findet, also die Überreste davon analysieren, wie alt war das Tier und so weiter. Je näher der Wolf zu uns rückt, wo wir Wissenschaft durchführen, also zum Beispiel Mitteleuropa, Polen macht das natürlich auch schon lange, Tschechien auch, Rumänien auch, will ich jetzt nicht behaupten, dass wir jetzt in Deutschland die einzigen wären, die damit jetzt angefangen haben, gar nicht. Ja, aber die Beweise verdichten sich, zum Beispiel der Wolf frisst durch alle Altersschichten die Tiere, die er am ehesten kriegt, beziehungsweise schon die Tiere, die am schwächsten sind, das sind aber oft auch Kinder, schlicht und ergreifend, also Tierkinder, ne? Menschenkinder bisher nicht, bisher, ne? Außer dieses eine, das mit der roten Mütze da. Käppchen, Entschuldigung. Ja, also das ist derzeit ökologisch nur für manche Tierarten korrekt. Im Regelfall sind die meisten Prädatoren Opportunisten und schnappen sich das, was sie gerade kriegen und machen keine Auswahl, besonders die kranken Tiere rauszuschnappen, um die Population gesund zu erhalten. Das findet, so wie wir uns das vorstellen, romantisiert oder so wie das alte Jäger damals noch auch beim Jagdschein machen gelernt haben, so findet das keine Anwendung. Das ist also bei weitem übertrieben, dass das so intensiv passiert.
es setzen sich trotzdem die Stärksten und Schnellsten und Besten durch, beziehungsweise die überleben vielleicht nicht unbedingt länger, die haben aber mehr Nachkommen, beziehungsweise gerade bei Tieren, die im Patriarchat leben, wo also ein Männchen sehr viele Weibchen begattet, da setzt sich natürlich immer das stärkste Männchen durch. Und da kann jetzt der Jäger wunderbar eingreifen, indem er zum Beispiel den Hirsch mit dem krummen Geweih wegschießt, was übrigens hochgradig umstritten ist, dazu kommen wir dann später noch, und dann das Gefühl hat, er hätte jetzt die Population gesund erhalten, weil der Hirsch mit dem kaputten Geweih, mit dem krummen Geweih und den offensichtlich schlechten Genen die jetzt nicht weitergibt und damit nur noch der gute Hirsch mit dem tollen Geweih seine guten Gene weitergibt. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Rassenlehre und genau das ist es auch. Das stammt nämlich noch aus der NS-Zeit und genau aus der Nazi-Philosophie heraus und hat sich leider, und das muss man sich als Jäger gefallen lassen, wenn man traditionelle Hege betreiben möchte, hat sich das eben durch das Bundesjagdgesetz, das mehr oder weniger das Reichsjagdgesetz, bis heute, es wird gerade geändert oder soll bald geändert werden, hat sich das ein Stück weit erhalten, dass dieser Hegegedanke ein Stück weit mit der Nazi-Rassenlehre durchaus ein bisschen durchsetzt ist. Ja? Ich möchte betonen, nur ein bisschen, wie man das individuell persönlich jeweils auslegt, obliegt nämlich dem einzelnen Jäger selber. Man muss das also nicht zwingend so verstehen, man kann es aber, und damit sind wir wieder bei dem Punkt, weshalb die Jagd hin und wieder immer gerne mal einen Rechtsextremisten anzieht. Ja? Die gibt es natürlich auch überall sonst, aber eben halt auch bei der Jagd. Ja? So, und das war, glaube ich, meine Kapitel 1 bis 3. Wir kommen zu Kapitel 4. Das da heißt Jagen im Trend. Und nachdem ich jetzt 45 Minuten ohne mal eine Pause gemacht habe, hier am Labern bin und noch nicht mal einen Schnitt gesetzt habe, das ist selten, mache ich das jetzt mal eben und trinke einen Schluck. Ja, Kapitel 4 wäre jetzt bei mir, Jagen liegt im Trend. Da hatten wir ja schon woanders drüber geredet. Ich laber halt, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Dann stimmt mein Zettel irgendwann nicht mehr, die Aufteilung, ne? Weil ich viel schon angesprochen habe als Anekdötchen zwischendurch. Aber wir haben eben einen Frauenanteil von 11%. Da muss man ganz klar dazu sagen, das ist zwar richtig, dass der nur 11% beträgt und das ist jetzt ein bisschen lächerlich, wenn sich dann die Jagd als besonders divers inzwischen darstellt. Der Frauenanteil so hoch wie nie, das stimmt auch, ja, aber trotzdem nur 11% und das kann man jetzt nicht als besonders ausgeglichen bezeichnen, aber die Neujagdscheinerwerbenden, zum Beispiel 2021, da waren schon immerhin 28% weiblich. Das hat es in der Geschichte von Deutschland noch nie gegeben, dass so viele Frauen sich an der Jagd beteiligt haben. Vermutlich zuletzt in der Jungsteinzeit möglicherweise. Da haben wir keine verlässliche Statistik dazu. Ne? Vielleicht auch bei den Kelten, das wäre auch vorstellbar. Die waren sehr weit, was Geschlechtergleichheit, Gleichberechtigung angeht. Soweit wir das irgendwie rekonstruieren können. Aber es gibt durchaus Hinweise dazu, die da vermuten lassen, dass auch bei den Römern, die Römerinnen hatte auch schon relativ viele Rechte etc. pp. Egal. Jedenfalls bin ich auch kein Historiker. Aber es ist ein historisches, absolutes Höchstlevel, weil eben genau dieses, ich schieße mir mein Nahrungsmittel selber, ich möchte nicht Konsument sein im Sinne von, der nie weiß, wo die Wurst herkommt, sondern ich will da einen Bezug zu haben, was ich da eigentlich esse. Aus diesem Gedanken vor allen Dingen jetzt auch mehr Frauen in der Jagd. Auch finden sie die Idee mit dem erhöhten Naturschutzfaktor durch die Jagd gut. Und es gibt auch ganz viele Leute, das weiß ich auch aus dem persönlichen Umfeld, die auch statistisch gesehen sicher eine Rolle spielen, auch wenn ich keine genaue Zahl dazu nennen kann. Es ist jetzt also nur eine Erfahrung, ein Erfahrungswert meinerseits. Wir wollen ja immer schön Meinungen von Fakten trennen. Was ich bisher erzählt habe, nach bestem Wissen und Gewissen sind das gesicherte Tatsachen gewesen. Ja, bis auf kleine Anekdötchen, ihr seid ja schlau, ihr kennt schon, wann ich gerade ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzähle und wann ich jetzt halt irgendwelche gesicherten Dinge von mir gebe, die Stand der Forschung sind. Aber häufig ist es so, dass man einfach aufgrund dessen, nach dem gestiegenen Bedürfnis nach Natur als Ausgleich vom Alltag, auf Naturhobbys zurückgreift, weil die einfach unendlich entspannend und toll sind, wenn man ansonsten hauptberuflich, weiß ich nicht, Taucherflossen verkauft. Ja? Und da ist es dann halt einfach ein schöner Ausgleich, in den Wald zu kommen. Und je nach persönlichem Mensch reicht dir das, wenn du da einfach spazieren drin gehst und kommst super erholt nach Hause und fühlst dich toll.
So war es auch ursprünglich mal gedacht, als man geschrieben hat, dass die Erholung im Walde grundsätzlich jedem zur Verfügung stehen sollte, beziehungsweise jeder zum Zwecke der Erholung den Wald betreten darf. Aber das ist natürlich heutzutage erheblich. Ist erstens das Bedürfnis danach stark angestiegen, nach Erholung im Walde, und zweitens die Vielfalt der möglichen Erholungsformen im Walde auch. Und tatsächlich wird inzwischen Jagd neben dem Nahrungserwerb auch als eine Form der Erholung im Walde verstanden und der Erwerb des Jagdscheins als ein ziemlich teures Seminar, also wenn man bedenkt, dass es nur dafür, also viele Leute gibt, die das Ding wirklich nur deswegen machen, weil sie das wissen wollen, dann ist es ein relativ teures Seminar, um etwas über den Wald, Tiere, Pflanzen und Ökosysteme zu lernen. Es ist kein schlechtes Seminar zu diesem Zwecke, gar nicht, überhaupt nicht, aber das ist vielleicht wirklich dann eben ein bisschen teuer. Da gäbe es möglicherweise günstigere Möglichkeiten, nur mal so am Rande angemerkt. Aber ja, das spielt garantiert auch eine große Rolle bei eben diesem Trend zu, es gibt immer mehr Jäger. Dann ist das Durchschnittsalter der Jäger, 56. Da muss man jetzt auch ganz klar, und da gibt es leider keine Studie dazu, die ich irgendwie habe finden können oder kennen würde, die Demografie wieder rausrechnen. Ja, der Durchschnittsdeutsche wird ja auch immer älter, dann wird logischerweise der Durchschnittsdeutsche Jäger auch immer älter. Das heißt, das spielt dann eine große Rolle. Eine weitere große Rolle, dass der Durchschnittsjäger 56 ist, liegt einfach schlicht und ergreifend daran, dass als wir die aufkommende, nennen sie jetzt einfach mal plakativ grüne Bewegung hatten, so 80er, 90er, das Waldsterben und sogenannte und so weiter und so fort, ne? Zu der Zeit war der Jäger ziemlich, ziemlich unbeliebt und da wollte kaum ein junger Mensch noch Jäger werden, weshalb wir eben ein Gap sozusagen haben, wissenschaftlich gesagt, von 2 bis 3 Jahrzehnten, in dem Neujäger, die Jägerschaft hätten jung halten können, kaum dazugekommen sind, während die Jagd jetzt in den letzten Jahrzehnten eben wieder an Beliebtheit zugenommen hat und an Akzeptanz zugenommen hat, was ich sehr toll finde, dass es einfach eine differenziertere Sichtweise inzwischen auf dieses Thema gibt und die Jagd so beliebt ist wie nie, wenn man das in gewisser Weise so formulieren möchte. Das darf man aber schon tun. Auch auf Social Media inzwischen eine gewisse Präsenz erlangt hat und dieses traditionellste Gewerbe der Menschheitsgeschichte neben ich sammle Dinge auf, die wild wachsen und die Zweigtechnologie. Traditioneller geht's kaum in der Menschheitsgeschichte. Ja, ist es naheliegend, dass man in einer sich immer schneller verändernden Welt eben auf was super, super Traditionelles und so Konservatives, dass selbst der Papst im Vergleich dazu revolutionär wirkt, vielleicht lustig findet, ne? Möglicherweise. Aber das ist eine persönliche Meinung und entspricht jetzt nicht irgendeiner besonderen Statistik. Ja, aber das ist damit zu erklären, ne? Es ist in diesem Zusammenhang übrigens auch vielleicht nochmal ein wesentlicher Punkt, dass innerhalb der Jagddiskussion, spricht der Böhmermann gar nicht groß an, wäre eigentlich auch noch jetzt lustig gewesen. Ich mag ja diesen Vergleich, dass manche Jäger aus dem Krankentransporter beziehungsweise aus dem Krankenwagen auf den Lifter-Treppenlift gehievt werden, der sie auf ihren Hochsatz fährt, um da oben dann nochmal einen letzten Schuss auf den angeketteten Hirsch abgeben zu können, bevor sie dann ins Gras beißen. Denn tatsächlich hat der Jagdschein lebenslange Gültigkeit. Es gibt da also keine Altersgrenze. Es gibt auch keinerlei Pflicht, jemals zu überprüfen, ob man überhaupt noch in der Lage ist, jagen zu gehen. Man darf es, auch wenn man Alzheimer hat. Theoretisch darf man es dann nicht mehr, aber es überprüft halt auch keiner, ne? Also eigentlich sollst du in der körperlichen und geistigen Eignung für die Jagd sein. Aber nochmal, ne? Kein Mensch überprüft jemals von irgendeiner Jagdbehörde, ob der Hans Otto noch in der Lage ist, die Jagd überhaupt auszuüben und dementsprechend eigentlich, wenn er dazu nicht mehr in der Lage ist und es nicht absehbar ist, dass das irgendwann mal wieder sein wird, weil er, keine Ahnung, 102 ist, trotzdem muss er seinen Jagdschein nicht abgeben, ja? Und das ist sehr umstritten. Ich persönlich wäre der Meinung, dass es schon eine Altersgrenze bzw. ab einem gewissen Alter eine Kontrolle geben sollte, ob man den Jagdlappen wirklich noch braucht, bzw. damit dann auch bei ganz alten Leuten das Recht auf Waffenbesitz vielleicht erlöschen würde, weil so ganz alte Leute möglicherweise mit Alzheimer oder Demenz oder sonst was oder zumindest der Chance, dass das bald dazu kommt, dass die das kriegen, das ist nicht nett, aber dann ist es relativ einfach, denen die Waffe
wahrscheinlich wegzunehmen, möglicherweise. Ja? Und das würde dann eben die Sicherheit unserer eigentlich recht sicher verwahrten Schusswaffen ein wenig aushöhlen. Das ist so eins dieser Argumente. Ich habe mich nur gewundert, dass die Diskussion das Fass nicht aufgemacht worden ist. Es ist auch wieder ein gewaltiges Fass und ich möchte das an der Stelle auch relativ kurz halten. Möchte auch niemandem zu nahe treten, der alt ist und trotzdem noch die Jagd ausübt und es trotzdem funktioniert. Also objektiv alt. Ne? Viele Leute sind ja objektiv alt und trotzdem noch so fit, dass das überhaupt kein Problem darstellt. Das gibt es ja auch, selbstverständlich. Aber deswegen ja auch nicht ein pauschales den Jagdschein wegnehmen ab 78, sondern ein ja, Überprüfen ab welchem Alter auch immer, ob man denn noch geeignet ist. Und wenn man noch geeignet ist, ja dann bitte, Waldmanns Heil. Ne? Gut, aber das zum Thema Jagen im Trend. Ja, da müssen wir, glaube ich, nicht allzu viel mehr zu erzählen. So, was auch sehr kritisiert wurde beim Böhmermann, ist die verkürzte Jagdausbildung, also den Crashkurs, den man in 2,5 bis 3 Wochen machen kann. Das wird tatsächlich auch von Jägern sehr kritisch gesehen. Das ist halt einfach dem Bedarf geschuldet, dass in der heutigen Welt die meisten Leute keine Lust haben, den Jagdschein zu machen. Das kann man in einem Urlaub sozusagen durchziehen, ja, diesen Crashkurs. Ansonsten muss man sich über ein Jahr hinweg immer mal wieder ein Wochenende Zeit nehmen, immer mal wieder ein Wochenende anreisen an den Ort der Jagdschule. Das ist möglicherweise auch nicht gerade ums Eck, muss da jedes Mal langfristig ein Hotel beziehen. Für die 2-Wochen-Geschichte kannst du dir vielleicht auch mal 3-Wochen-Geschichte, kannst du dir eine Ferienwohnung nehmen, ist dann pro Tag möglicherweise günstiger. Also insgesamt ist das einfach der heutigen Lebensrealität der Leute geschuldet, dass es diese Schnellkurse, Crashkurse in Anführungszeichen gibt. Was man dazu sagen muss, das klingt jetzt erstmal so, als gäbe es den Jagdschein nachgeschmissen und man ist dann am Ende gar nicht qualifiziert, die Jagd auszuüben. Es ist derselbe Stoffumfang, dieselbe Prüfung, dieselben Präsenzstunden, die es auch in der normalen Jägerausbildung oder zumindest fast dieselben Präsenzstunden, die es in der normalen Jägerausbildung gibt, nur halt alles zusammengerafft auf und in diesen 2 Wochen halt wirklich 6 Tage Wochen. Ich glaube am Sonntag, ich weiß gar nicht, ob am Sonntag vielleicht auch noch was stattfindet. Ne? Also ein wirklich geballtes Reinballern vom Stoff über diese Zeit. Ob sich der Stoff in dieser Zeit dann festsetzt, ob man sich das alles merken kann, das ist ein berechtigter Kritikpunkt, dass das bei vielen Leuten sicherlich nicht der Fall sein wird und diese Prüfung dann möglicherweise auch mehr recht als schlecht bestanden wird, dann hat man den Jagdschein und so weiter. Aber mindestens die Schießausbildung, gerade das wird ja beim Böhmermann kritisiert, die ist genauso umfangreich, wie das in der langfristigen Jagdausbildung der Fall ist. Beziehungsweise zusätzlich zur Schießausbildung, bis man ein gewisses Mindestmaß an Treffsicherheit bewiesen hat, um den Jagdschein zu erhalten, sollte ein vernünftiger Jäger entweder bei sich im Jagdrevier auf irgendwelche Holzstückchen ballern, das darf er theoretisch, oder halt auf den Schießstand gehen und das wäre besser, ja, um da schießen zu gehen und einfach die eigene Schießfähigkeit vorm ersten, ich gehe jetzt wirklich praktisch jagen und schieße auf was Lebendiges, das dann bitte möglichst schnell tot sein sollte und nicht langsam verreckend, dass man das dann eben persönlich, individuell auch nochmal trainiert, damit man nur schießen geht, wenn man auch wirklich ein sicherer Schütze ist und sicher sein kann, dass man dann auch gut trifft, ja, oder zumindest die Chance, dass man daneben schießt oder schlecht trifft, minimalst ist. Ja, daneben schießen ist nicht so schlimm. Schlimm ist schlecht treffen und das Tier verreckt langsam elendig. Ja? Das ist auch was, was die meisten Jäger ganz, ganz furchtbar finden, wenn ihnen das mal passiert. Zumindest diejenigen, die ich persönlich kenne. So. Das zum Thema verkürzte Jagdausbildung. Vielleicht ist die verkürzte Jagdausbildung auch deswegen umstritten, weil sie so ein Stück weit vielleicht den Ruf des sogenannten grünen Abiturs kaputt macht. Das ist auch so ein Punkt, der mich persönlich und auch andere Forstleute immer so ein klein wenig, manchmal also ein bisschen aufregt, dass das grüne Abitur, das ist ja ach so anspruchsvoll und ach so schwierig. Also wer in den letzten 20 Jahren irgendwas mit Forst studiert hat und im Rahmen dessen einen Jagdschein erworben hat, für den dürfte die Jägerprüfung im Rahmen des ansonsten stattfindenden Studiums eine der leichtesten Prüfungen überhaupt gewesen sein. Ja? Andererseits ist das Abitur auch erheblich leichter als fast jede Uni-Prüfung, zumindest so wie ich mich zurückerinnere.
kommt es darauf an, ob man ein gutes Abitur machen möchte oder nicht. Vielleicht. Ja, aber das nur noch mal kurz angemerkt. Aber jedenfalls dieser Wert dieses grünen Abiturs. Viele Jäger sind da enorm stolz drauf, dass sie diese Jägerprüfung bestanden haben und fühlen sich sehr, sehr, sehr kompetent in Fragen von Wald, Umwelt, Naturschutz etc. pp. Ich bin Jäger. Ich bin da außerordentlich kompetent. Ich habe ja schließlich das grüne Abitur. Das ist auch nicht falsch. Die wissen auch mehr. Jeder Jäger weiß mehr als ein otto-normalverbrauchender Durchschnittsmensch, es sei denn, er ist Abonnent meines Kanals, der so im Walde rumläuft. Und, also Abonnent und regelmäßiger Zuschauer natürlich. Ja. Aber so weit würde ich jetzt zum Beispiel in Kraft meiner eigenen Arroganz tatsächlich gehen, dass wenn man an der Ben-Versität studiert sozusagen, ja, dann dürfte man und mir aufmerksam folgt relativ bald mehr über Gesamtwald, Waldökosystem, Forstwirtschaft und was da sonst noch alles dazugehört gelernt haben, als durch den Erwerb eines Jagdscheins. Ja, dieser kleine arrogante Einschub sei an dieser Stelle mir hoffentlich gestattet. Gut. So viel dazu. Ja. Das bis zu diesem Punkt, ja, jetzt kommen wir nämlich zu den bösen rechten Jägern, das Kapitel, das ich jetzt mal so genannt habe, bis zu diesem Punkt war das jetzt alles zwar satirisch überspitzt, aber wir merken so ein bisschen die Dramaturgie des Beitrags vom Böhmermann, dass wir anfangen mit den Sachen, die Jäger sind ja gar nicht so schlecht, die machen noch ein bisschen was Gutes, die jagen das böse Nutria etc. pp. Und so weiter und so fort. Nochmal, Nutria jagen ist schon sinnvoll und okay, also mindestens okay, sinnvoll. Also kann man machen. Aber jetzt kommt's. Ja, jetzt kommt's dicke. Jetzt haben die nämlich eben rausgefunden, dass erstens irgend so ein Burschenschaft-Dingens bei der Jagd Wild und Hund gewesen ist, bei der Wild- und Hund-Messe. Und darunter auch ganz böse Leute sind, die antisemitistisch mit Gürtel auf Partybesucher einprügeln, etc. pp. Plus, dass man dann eben diese Burschenschaft auf der Jagd Wild und Hund und es grundsätzlich außerdem sowieso relativ viele Rechtsextreme in der Jägerszene gibt. So, Tatsache, ja, die gibt es. Wir haben aber keine Ahnung, wie hoch der Prozentsatz von denen tatsächlich ist. Sind das jetzt wirklich mehr als in irgendeiner beliebigen anderen eher konservativen Gruppierung, politisch tendenziell eher konservativen Gruppierung, nicht zwingend. Ja, es gibt auch die linken Jäger, die sind dann aber eher in der ÖJV, also im ökologischen Jagdverband, habe ich eingangs ja mal erwähnt, dass es diese beiden gibt. Und ja, ja, das ist halt die Frage, ob das wirklich so überraschend ist. Aber man muss an diesem Punkt definitiv sehr, 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 sehr aufpassen, dass man jetzt kein Whataboutism-Argument bringt. Das Whataboutism-Argument ist ein Stilmittel, so nach dem Motto, ja, da passiert Böses. Ja, aber was ist denn mit Menschenrechtsverletzungen im Iran, Irak, dem Gaza-Krieg, Russland und die Ukraine, blablub. Es gibt so viel Leid auf dem Planeten. Muss man sich jetzt darüber echauffieren, dass es ein paar Nazis in der Jägerschaft gibt? Ja, das wäre jetzt ein Whataboutism. Also das bedeutet, man relativiert ein Unrecht durch ein woanders stattfindendes größeres Unrecht. Das ist ein beliebtes Stilmittel und das passiert mir hin und wieder auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn ich auf irgendeine rhetorische Falle, also einen rhetorischen Fehlschluss, der einen Namen hat, sowas wie das Ad hominem-Argument, habt ihr vielleicht schon mal gehört, wo man dann quasi sagt, du hast mir gar nichts zu sagen, du kannst gar nicht recht haben, weil du isst sonntags morgens ein Frühstücksbrötchen mit Schinken. Ja, und damit nimmt man dem Gegenüber quasi die Qualifikation, in einer Diskussion Recht haben zu können, wobei die Eigenschaften, die ein Gegenüber hat in einer Diskussion, überhaupt nichts darüber aussagen, dass diese Person nicht Recht haben kann, beziehungsweise zum Beispiel sowas wie kulturelle Aneignung, dass man aufgrund seiner Herkunft bestimmte Dinge nicht tun, sagen oder machen darf, weil man nicht die richtige Kultur dafür hat, ist in gewisser Weise auch eine Form des Ad hominem-Arguments, dass in der Person die Unfähigkeit, eine bestimmte Meinung, Position oder ein Argument einsetzen zu können, begründet wird. Und das ist eben logisch Blödsinn. Ne? Entschuldigung, rhetorische Stilmittel erklären ist jetzt nicht unbedingt mein Fachgebiet. Gut, aber da muss man eben aufpassen, dass man damit jetzt nicht kommt, von wegen, ja, es gibt halt ein paar Rechtsextreme unter den Jägern. What about
irgendwas. Ja. Und ja, aber wir wissen eben nicht, wie viele das sind. Das wäre eben gar ganz interessant. Tatsache ist, dass die Jagd als solche eben, gerade die traditionelle Jagd, eben auch ja von eher älteren Leuten ausgeübt wird. Eher ältere Leute sind rein demografisch, statistisch gesehen tendenziell eher im konservativen Bereich der Gesellschaft anzuordnen. Der konservative Bereich der Gesellschaft hat einen weniger weiten Weg ins Extreme als ein eher progressiv gerichteter Teil der Gesellschaft, um ins Rechtsextreme sozusagen abzurutschen. Und dementsprechend ist es naheliegend, dass es da eben auch solche geben mag. Ja, was sagt uns das jetzt? Was fangen wir jetzt mit dieser Information an? Persönlich würde ich sagen, es ist nichts Neues. Ne? Aber ja, ich lese mir mal durch, was ich mir dazu aufgeschrieben habe. Ja, die Gefahr bei jetzt eben der Unterstellung, dass es da besonders viele schlechte Menschen innerhalb der Jägerschaft gäbe, besteht eben darin, dass man die Jägerschaft, Gesamtjägerschaft unter Generalverdacht stellen möchte, obwohl überhaupt nicht bewiesen ist, dass es wirklich so viele wären. Und selbst wenn wir mindestens 51% böse Jäger hätten und das nachweisen könnten, dann wäre es trotzdem immer noch scheiße, die Jägerschaft als solche an den Pranger zu stellen, weil es ja immer noch 49% gute Jäger gibt. Ja? Und das macht es also ganz, ganz schwierig mit solchen Äußerungen. Ich habe da innerhalb der Jägerschaft einen gefunden, der ist böse. Wirklich fundamental irgendwas anfangen zu können. Was ist jetzt die Konsequenz da draus? Was soll man jetzt tun, Herr Böhmermann? Was bringt uns das jetzt, dass wir jetzt wissen, dass es solche Jäger gibt? Ja, dieses Schwarz-Weiß-Denken, gerade auch in Bezug auf die Jägerschaft, führt ja auch teilweise eben zu dem eingangs beschriebenen Konflikt zwischen dem Deutschen Jagdverband und dem Ökologischen Jagdverband. Die mögen sich übrigens jeweils nicht, ja, so gar nicht. Und es führt ein Stück weit eben dazu, dass es eben den teilweise beleidigend gemeinten Begriff, den dann die anderen, die damit beleidigt werden sollen, aber als Lob verstehen, gibt, der das Ganze ganz gut umschreibt. Und besagter Begriff lautet Fleischjäger. Ja? Für einen ÖJV-Jäger, der den einzigen Sinn der Jagd neben der Populationsreduktion einer in Übermaß möglicherweise für das Gesamtökosystem nicht gerade zuträglichen Wildart, der da neben diesem Aspekt den Fleischerwerb als Hauptaufgabe des Jägers versteht, den wird das nicht beleidigen. Der findet das gut und möchte sich als Fleischjäger möglicherweise vom Bösen, Anführungszeichen, Trophäenjäger abgrenzen, ja, dem nicht der Fleischerwerb, sondern das edle Jagderlebnis, die Romantisierung des Jagdvorgangs und nur so sekundär, naja, wenn du es jetzt schon geschossen hast, dann kannst du es ja vielleicht auch essen, dass das eben nur so nebensächlich ist und eigentlich das Edle in der Jagdausübung, wo immer das genau liegen soll, aber das darf man schon so sehen, wenn es niemandem wehtut, im Vordergrund steht, ja. Und diese Gruppierung, also letztere, die Edle, die empfindet Fleischjäger tatsächlich eben als Beleidigung, weil da nur um des Fleisches willen gejagt wird und dieses Traditionelle, dieses Ausleben von, ja, Dingen, die seit Menschheitsgedenken stattfinden, gar nicht ausreichend romantisiert gewürdigt wird. Ja, ihr seht, ich persönlich würde mich eher der Fleischjägergruppierung zugehörig fühlen. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn man die Jagd durch Traditionen bereichert. Ja, niemandem tut es weh, wenn nach der Jagd mit dem Jagdhorn die Strecke verblasen wird. Also, dass man quasi zur Ehre der getöteten Tiere denen jetzt noch ein Ständchen spielt. Niemandem tut es weh, wenn die letzte Äsung dem Reh verabreicht wird. Also ein geschossenes Stück, zum Beispiel ein Reh, bekommt nochmal ein Zweiglein ins Maul, so als Respektbekundung vor dem Tier, das gerade sein Leben gelassen hat, im besten Fall, um uns hier jetzt zu ernähren. Das sind Jagdtraditionen, die in jeder Kultur der Welt, die irgendwie jagen geht, stattfinden. Ja, die gibt es mal mehr, mal weniger, aber solche Sachen in diese Richtung gibt es immer. Auch die Jagdsprache, die spezielle. Das sind noch Sachen aus der mittelalterlichen Jagdzunft, die sich bis heute erhalten haben. Kaum ein anderes Handwerk, letzten Endes ist Jagd ein Handwerk,
ist so traditionell, wie es die Jagd heute noch ist. Ne, vielleicht noch der Zimmermann, aber dann gibt es auch nicht mehr viel, was da noch irgendwie in Frage kommen würde. Und das ist per se selbstverständlich überhaupt nicht schlecht und da ist gar nichts dran auszusetzen. Das tut wirklich niemandem weh, wenn die Jagdbräuche Weidmannsheil, Weidmannsdank etc. pp. Ausgeübt werden, schadet nicht. Ja? Solange man deswegen wegen Tradition nicht Unsinn forciert, der sachlich objektiv falsch ist. Ja? Auch wenn man ihn schon seit 1000 Jahren so gemacht hat. Nur weil etwas immer schon so war, ist es deswegen nicht automatisch richtig. Auch das wäre ein logischer Fehlschluss. Ja, und die Leute früher, nein, die wussten nicht alles besser. Und es war früher, auch wenn ich den Eindruck langsam auch habe, auch ich bin schon inzwischen alt genug, nein, es war früher nicht alles besser. Es waren Dinge, manche Dinge waren besser, aber im Großen und Ganzen kann man das beim besten Willen nicht behaupten, dass früher alles besser gewesen wäre. Außerdem, wann früher? Ja, welches definierte früher war denn alles besser? Als die Römer unterwegs waren, bei den Dinos, als wir noch Amöben waren, ne, oder unsere Vor, kann man jetzt ganz lange weitermachen, fahren, noch Amöben waren, das ist sehr, sehr schwierig. So, also worauf ich hinaus möchte, es ist Unsinn. Es hilft niemandem weiter darauf hinzuweisen, dass es in der Jägerschaft schwarze Schafe gibt. Und, ja, was machen wir jetzt damit? Gibt es irgendeinen konstruktiven Lösungsvorschlag? Im Übrigen, dass die Wild- und Hundmesse nicht unbedingt diese besagte Burschenschaft, die beim Böhmermann angekreidet wird, bei sich rausgeschmissen hat. Also erstens ist die Frage, ob es überhaupt kann. Zweitens, die Wild und Hund ist die allerkonservativste aller Jagdzeitungen, die es überhaupt gibt. Zumindest mein letzter Stand. Vielleicht gibt es inzwischen eine noch schlimmere, konservativere, Entschuldigung. Ja, es ist natürlich nicht verkehrt, konservativ zu sein. Es entspricht nicht unbedingt mir, aber man darf das schon, selbstverständlich. Ne? Es ist dann halt ein bisschen jetzt eine kleine Spitze meinerseits. Spricht jetzt nicht viel dagegen, ist meine Mutter auch. Ja, was ein steter Quell der Diskussion am Essenstisch bedeutet. Gut, wie auch immer, also nicht schlimm, aber für meinen Geschmack in manchen Punkten auch schon ein bisschen zu sehr. Aber das ist vielleicht auch generell ein Mittelaltermensch versus ein nicht mehr ganz nur Mittelaltermensch. Generell so ein Ding, dass man da halt möglicherweise in Ansichten auseinandergeht. Das ist ja alles nichts Neues und so alt wie die Menschheit selbst. So, ja. Also, das will ich jetzt sagen. Was wollte ich sagen? Genau, die Wild und Hund ist also eine sehr, 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 sehr konservative Jagdzeitung, die quasi vom ÖJV so gar nichts wissen möchte und sozusagen mehr oder weniger dem DJV untertan ist. Jetzt eine ganz böse Unterstellung, ist natürlich auch leicht bis stark übertrieben, aber geht schon ungefähr in die richtige Richtung. Ne? Also, dass da möglicherweise eventuell ja auch so eine komische Partei mit A, die der Böhmermann da ja auch noch erwähnt, da auch noch ihre Finger im Spiel hat, ist auch eine Tatsache. Die wenigen Forderungen, die die Partei mit A bezüglich Wald in irgendeinem Wahlprogramm jemals hatte, beziehen sich im Wesentlichen auch nur auf Forderungen vom DJV. Ich muss kurz lesen und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Ich weiß, es ist ein Mammutwerk, aber es ist halt auch ein großes, großes Fass, was der Böhmermann da aufgemacht hat. So, auf meinem Zettel Kapitel 6 ist die adlige Jagdgesellschaft. Da muss man jetzt erstmal sagen, dem Adel ist in Deutschland ja tatsächlich nicht allzu viel geblieben, außer ein weitgehend nutzloser Titel, der noch ein paar traditionelleren Menschen vielleicht ein bisschen Respekt einflößt. Da der aber nur ererbt ist und man sonst nicht viel dafür getan hat, gehöre ich jedenfalls nicht zu besagter Gruppe, die da jetzt einen Mordsrespekt vorhat. Ich würde mich auch schwer tun, jemanden als Baron oder Freiherr zu schieß mich tot tatsächlich anzusprechen. Diejenigen, die ich persönlich kenne, weil jeder Vorstudent hat irgendeinen adligen Kommilitonen in seinem Vorstudium immer. Irgendeinen adligen Spross gibt es immer in jedem Vorstudiengang. Die legen auch größten Wert darauf, damit sie nicht verhauen werden nachts. Nein, machen wir natürlich nicht. Wir nehmen die Motorsäge. Nein. Quatsch.
Aber die legen größten Wert darauf, man duzt sich sowieso. Ne? Also kein Mensch nennt den Freiherr von Schieß mich tot, der mit einem studiert hat, Freiherr von Herr Freiherr Blablupsitan oder was auch immer. Ne? Also man hat gewissermaßen immer, wenn man vorstudiert hat, Kontakt zu eben genau diesen Erben des väterlichen Waldbesitzes im Vorstudium. Wenn man Weinwirtschaft oder sowas in die Richtung studiert, dann hat man eben die Adligen, die den väterlichen Weinberg, mütterlichen Weinberg, je nachdem, erben werden da, und in der Landwirtschaft nochmal das Gleiche für den Landbesitz, also den landwirtschaftlichen Landbesitz etc. pp. Ja, da treiben sich die jungen Adligen rum. Warum? Naja, weil das eben deren ihr Job ist. Die haben prinzipiell, mal abgesehen, wie gesagt, von besagtem weitgehend nutzlosen Titel, Land. Ja, und auf diesem Land dürfen sie im Übrigen auch jagen gehen. Und das macht jetzt den Adel in Jagdfragen durchaus außerordentlich interessant. Gut, kommen wir zum Punkt, und dafür müssen wir einen kleinen Exkurs in das Jagdrecht machen, weshalb da die Adligen eben eine gewisse Sonderstellung genießen, ist eben ihr Landbesitz. Denn das Jagdrecht ist in Deutschland an den Landbesitz gekoppelt. Soll heißen, besitzt du irgendein Land, dein Grundstück in der Stadt, eine Wohnung zählt nicht. Es muss also eine Landfläche, also ein Boden, sowas da hinten. Ne? Sowas in die Richtung müsste es sein, ein Schrebergarten, keine Ahnung, ein Acker, irgend sowas in die Richtung. Wer sowas hat, hat auf dieser Fläche automatisch das Jagdrecht inne. Damit, ist aber ganz wichtig, kann man jetzt meistens nichts anfangen. Soll heißen, wenn du einen 100 Meter mal 200 Meter Acker hast, das wäre ja groß genug, dass man da schon drauf rumballern könnte, auf irgendwelche Zielscheiben und ähnliches, darfst du das trotzdem nicht, auch wenn du einen Jagdschein besitzt, das ist das nächste, ne? Also Voraussetzung, Jagdrecht und Jagdschein. Jagdschein kriegt man ja noch relativ, also jedermann kann jeder sich machen, ja, jeder erwerben sozusagen. Land kann theoretisch auch jeder erwerben, musst du halt bezahlen können, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber theoretisch könntest du jetzt rumballern, aber praktisch eben nicht, weil die Fläche immer noch zu klein ist. Es gibt nämlich eben, damit nicht jeder auf seinem 100 mal 200 Meter Acker rumballert, genau diese Begrenzung, dass die Fläche, auf der die Jagd auch ausgeübt werden darf, also Jagd, Scheininhaber berechtigt zum Durchführen von Jagd. Grundstücksinhaber beinhaltet das Jagdrecht auf dieser Fläche, und das Jagdausübungsrecht, das ist jetzt derjenige, der tatsächlich da jetzt rumballern darf. Ja? Und um das Jagdausübungsrecht zu erhalten, braucht man eben die zwei erstgenannten Sachen plus eine Fläche von einer Größe von im Regelfall 75 Hektar. Und das Ding, wenn du diese 75 Hektar selber besitzt, das dein eigenes Grundstück ist oder Grundstücke, aber zusammenhängt, dann hast du eine Eigenjagd. So, und jetzt hat unser Adel, wie wir ja schon gesagt haben, einen Haufen Land. Das heißt, die haben locker nicht nur eine Eigenjagd, sondern gleich mehrere hintereinander, also eine sehr, sehr große. Und weil eben eine große Eigenjagd viele Jäger benötigt, um vernünftig bejagt zu werden, darf der Jagdrechtinhaber, der insbesondere auch gleichzeitig noch ein Jäger ist, und der Jagdausübungsberechtigte sich zusätzliche Jäger einladen, bei ihm jagen zu gehen und einen sogenannten Begehungsschein ausstellen. Das heißt, wenn du also jetzt Kumpel bist von Gloria von Ton und Taxis, ist ein Positivbeispiel, die ist, was Wald, im Wald angeht, schon ziemlich in Ordnung. Meines Wissens ist da auch nie was Schlimmes, was Jagd angeht, passiert. Ne? Also ich nehme absichtlich jetzt ein Positivbeispiel, damit man niemand was Böses kann. Ja, da ist alles in Ordnung beim Fürstentum zu Turn und Taxis, was den Wald angeht. Was die sonst so treiben, habe ich keine Ahnung. Ich lese keine Bunte und Frau der Zeit oder sowas in die Richtung. Jedenfalls, du kannst dir also aussuchen, wer bei dir in deinem jagbaren Gebiet mitjagen darf. So, und das sorgt natürlich dafür, dass man dann nicht zwingend die besten Schützen nehmen muss, sondern auch seine Kumpels einladen kann. So, und jetzt ist bekanntermaßen, das ist, unterstelle ich jetzt mal ganz böse, so ein Adel relativ gut untereinander vernetzt, ne?
durch, wenn man es jetzt mit Böhmermann-Humor machen möchte, verwandtschaftliche Beziehungen oder eingeschränkte Genetik oder wie auch immer er das so schön genannt hat. Böse. Vielleicht nicht ganz unzutreffend, aber böse. Das führt dazu, dass da halt eben nicht unbedingt immer die Crème de la Crème der besten Schützen überhaupt zusammenkommt. Und damit haben wir das Problem eben hergeleitet, was dann eben auch im Folgenden beim Böhmermann zitiert wird. Im Übrigen sind andere Leute, die auch noch sich eine Eigenjagd oder einen großen Jagdpachtbezirk, man muss ja nicht das Land selber besitzen, man kann das Jagdrecht auch pachten. Das ist der Jagdpächter, hat man bestimmt schon mal gehört, ist in, ich sag mal, 90% circa 90% der bejagten Fläche Deutschlands sind irgendwelche Jagdpachten, wo man von der Gemeinde beispielsweise Land pachtet, das Jagdrecht pachtet und dann da jagen gehen darf, vom Land das Land pachtet, das Jagdrecht und da jagen gehen darf, etc. pp. Das ist relativ teuer, ist ein teures Hobby, die besagte Jagd. Also wenn man es wirklich nur als Hobby betreibt, dann muss man schon wohlhabend bis reich sein. Wenn man es so intensiv betreibt, dass man kaum was dafür zahlen muss, dann muss man es sehr intensiv betreiben und dann ist das das einzige Hobby, das du neben deinem regulären Beruf noch hast, weil das dann macht dann richtig, richtig Arbeit, nur um das nochmal geklärt zu haben. Ja, jedenfalls durch diese Eigenjagden ermöglicht es den Jagdinhabern sogenannte Begehungsscheine auszustellen, heißt befreundete Jäger dürfen bei dir jagen, dabei muss man sich ans Jagdgesetz halten und sonst an nicht mehr viel. Das Jagdgesetz gilt natürlich grundsätzlich, aber wie eben auch sehr schön beim Böhmermann dargestellt, gibt es da die Schießen, Schaufeln, Schweigen-Regelung, die sehr schön mit Olaf Scholz dargestellt worden ist. Das ist ein bisschen problematisch. Tatsächlich, fast alle Vergehen, die im Walde geschehen, sind halt hinterher außerordentlich schwierig aufzuklären, weil sie halt irgendwo da hinten im Walde, da hinten wäre übrigens wirklich sehr schwierig, da geht es nämlich sehr weit hoch und dann ist da ganz lange gar nichts und das ist außerordentlich schwierig, da was nachzuweisen. Man sieht es ein Stück weit sogar eben an der Buschkraft-Szene mit all den semi-legalen Dingen, die im Walde sogar gefilmt werden. Wenn man denen nicht einen Ort zuordnen kann, an dem die passiert sind, dann ist es auch außerordentlich schwierig, dich dafür zu strafen oder auch grob eine Zeit zuordnen kann, wann das passiert sein soll, weil es könnte ja schon längst verjährt sein. Du müsstest also, um da jemanden zu bestrafen, der sich bei der illegalen Übernachtung, klar illegal, weil zum Beispiel im Zelt, filmt, könnte man jetzt eigentlich ans Bein pissen, aber man müsste immer noch wissen, ja, in welchem Bundesland zumindest ist das überhaupt? Wer ist denn da eigentlich zuständig? Welches Ordnungsamt? Es geht nämlich ums Ordnungsamt im Wesentlichen dann meistens. Und das macht das außerordentlich schwierig und das macht eben auch Jagdvergehen, weil man auch erstmal wissen muss, welche Jagdbehörde da überhaupt zuständig ist. Schwierig. Ne? Hin und wieder gibt es da schon mal einen Rüffel. Also es wird nicht alles unter den Tisch gekehrt. Aber wir kennen halt eben auch die genaue Dunkelziffer dessen, was unter den Tisch gekehrt wird, nicht. Das ist so, das ist eine Tatsache. Ich gehe davon aus, dass meiner Meinung nach 90% der Jägerschaft super legal sind und ganz, ganz arg und auch stolz drauf sind, sich an das geltende Jagdrecht zu halten. Und es gibt auch eine Selbstkontrolle innerhalb der Jägerschaft, dass man als Jäger auch stolz darauf ist, eben die Jagdausübung so zu betreiben, wie sich das gehört. Das ist auch bei den ÖJV-Menschen genauso wie bei den DJV-Menschen. Ich habe da also noch nie irgendjemanden kennengelernt, bei dem auch nur ansatzweise so von meinem Empfinden her, verraten werden sie es eh nicht, die Möglichkeit bestanden hätte, dass sich da jemand nicht intensivst an die Regeln hält. Also ich glaube nicht, dass dieser Anteil groß ist. Jetzt ist es aber ein Unterschied, ob man die Regel absichtlich ignoriert und quasi zum Beispiel sogar ein Wilderer ist, jetzt im schlimmsten Fall. Die gibt es. Leider wissen wir das seit diesem sehr, 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 sehr bedauerlichen und schrecklichen Fall von dem Wilderer, der eben zwei Polizisten erschossen hat, als sie ihn beim Wildern sozusagen erwischt haben und den Kofferraum kontrollieren wollten. Ich weiß den Namen von dem Fall jetzt gerade nicht mehr, aber ich meine, es ist der Böhmermann im Video auch erwähnt. Das ist natürlich hochgradig brisant, traurig und schlimm. Und da gibt es auch, muss man gar nicht groß drüber diskutieren, dass das ganz furchtbar gewesen ist. Aber, Punkt.
Trotzdem gehe ich davon aus, dass die allermeisten Jäger eben anständig sind. Nur kann im Eifer des Gefechts, wenn man unter Freunden und Grafen und Herzögen und Freiherren von Schießbude zusammen eben da am Ballern ist und seine Frau für 500 Euro mitgenommen hat, das ist ja auch schon ein bisschen lustig, dann kann es ja vielleicht mal sein, dass im Eifer des Gefechts was schief läuft. Und was da halt eben dokumentiert wurde vom Neo-Magazin Royal, ist, dass da Tiere liegen geblieben sind, die da vielleicht nicht hätten liegen bleiben können. Und das bringt uns zu Kapitel 7, was beim Adel gerne mal schief läuft. Und bei Tieren, die liegen bleiben, hat das jetzt mehrere Konsequenzen. Nämlich, wenn das Tier nicht zu verwerten ist, ja, also zum Beispiel ein Fuchs im Sommer. Im Winter kannst du theoretisch mit dem Balg, also dem Fell vom Fuchs, was anfangen. Nur theoretisch, in den wenigsten Fällen wird das wirklich gemacht. Aber man könnte, im Sommer geschossener Fuchs, den darf man schießen, auch im Sommer. Dann ist der aber wirklich für die Tonne sozusagen. Ja? Also mit dem kannst du nichts anfangen. Du musst ihn trotzdem wegräumen. Du darfst ihn aus irgendwelchen Gründen nicht im Walde liegen lassen, habe ich nie verstanden, weil er würde im Walde selbstverständlich vom Wald recycelt. Jede tote Biomasse, die du im Wald liegen lässt, also den Jagdkollegen zum Beispiel, wenn es mal wieder daneben ging, der wird auch vom Wald recycelt, überhaupt kein Problem. Insbesondere da so ein Jäger meistens Lodenklamotten, so wie ich, trägt und deshalb super recycelbar ist vom Wald. Ne? Kein Mikroplastik. Gut, ein bisschen Satire muss auch von meiner Seite mal sein. Aber nochmal, wenn das Tier nicht zu verwerten ist und liegen bleibt, der Wald nimmt es gerne. Da kommt nichts weg, beziehungsweise wird nichts verschwendet. Die Frage ist jetzt, hätte es dann überhaupt geschossen werden müssen? Nee. Ne? Außer, und da gibt es jetzt wieder einen möglichen Grund, eine Ausnahme von der Ausnahme, wenn das Tier aus bestandesregulatorischen Gründen geschossen worden ist. Beispiel nochmal Fuchs im Sommer. Wenn das ein Fuchs im Sommer ist, den wir auf einer Wiesenbrüterwiese, die ausgewiesen ist, als Vogelparadies für wiesenbrütende Zugvögel, die bei uns nur vorbeikommen, um ihren Nachwuchs zu kriegen. Zum Beispiel so ein Kiebitz, ne? Ich weiß gar nicht, ob der ein Zugvogel ist, ehrlich gesagt, weiß jetzt gar nicht auswendig. Oh, Bildungslücke. Aber der ist auf jeden Fall ein Wiesenbrüter, ein Bodenbrüter und durchaus vom Fuchs ein Stück weit bedroht, wenn wir viele Füchse in so einer Vogelkolonie haben. Die klauen A Eier und die klauen B Jungvögel und die klauen C auch die Altvögel, hin und wieder. Ja? Das ist nicht allzu viel, der Fuchs ernährt sich zu 90% von Mäusen. Der Rest ist eine ganz bunte Mischung aus fast allem anderen, aber in so einem Spezialfall, so ein spezialisierter Fuchs, der gerade eben auch weiß, dass die Zugvögel auf dieser Wiese vorbeischauen, das sollte man vielleicht, das ist eine politische Fragestellung, ob man das sollte oder nicht, sollte man dann möglicherweise eben verhindern, dass es einen solchen Fuchs gibt, beziehungsweise wenn es ihn gibt und er hat sich auf die Eier spezialisiert, dann kann man ihn natürlich entnehmen, um diese Eier dann zu beschützen. Das wäre in diesem Fall jetzt auch wieder durch jagdbetriebener, direkter Naturschutz ein positives Beispiel, wo das tatsächlich dann auch so ist, ja? Wenn man das dann so sehen will. Und dann ist diese Entnahme schon sinnvoll. Und tatsächlich ist es in dem Fall für mich persönlich vollkommen egal, ob der Fuchs jetzt da liegt und vor Ort verrottet oder in irgendeine Mülltonne verfrachtet wird und dann halt da verrottet. Es wird auch einem Kind, das im Wald rumrennt, nicht schaden, wenn es da mal ein totes Tier rumliegen sieht. Das gehört zum Waldökosystem essentiell dazu. Der Tod ist ein universeller und omnipräsenter Bestandteil eines jeden, auch nur ansatzweise natürlichen Ökosystems. Selbst künstliche Ökosysteme, wie jeder Bestatter bestätigen mag, beinhalten Tod. Ja? Der ist also, ja, was Natürlicheres gibt es fast nicht. Noch. Ich hoffe mal, dass sich daran in den nächsten 1000 Jahren nicht viel ändern wird. Und dementsprechend in so einem Fall nicht weiter schlimm, meiner Meinung nach. Ist das Tier aber zu verwerten, ist es also zum Beispiel kein Fuchs, sondern zum Beispiel ein Reh, das man hätte essen können, dann ist es schändlich und schlicht und ergreifend verboten, dieses Tier dann einfach zum Verrotten im Walde liegen zu lassen. Es würde zwar verrotten und der Wald könnte damit was anfangen, das würde im letzten Endes auch irgendwie verwertet und genutzt werden, die Bodenfruchtbarkeit erhöhen, wo es gestorben ist und das Gras zum Wachsen bringen, das es vorher mal gefressen hat, beispielsweise, um mal den König der Löwen da so ein bisschen indirekt zu zitieren. Das ist ja
schon nicht ganz falsch, diese Kreisläufe, die da stattfinden. Aber dann hätte man es wirklich nicht schießen brauchen und hätte es der Natur überlassen können, dass dieses Reh irgendwann an Altersschwäche stirbt, in einem kalten Winter stirbt oder halt da, wo es ihn gibt, vom Wolf gerissen wird oder vom Luchs gerissen wird. Ja? Also wäre das dann wirklich schon eine sinnlose Jagdaktivität gewesen und das ist abzulehnen und ist schlicht auch wirklich verboten. Ne? Also das wäre jetzt rechtlich ganz eindeutig. So, ist das Tier zu verwerten, weil es schlecht getroffen wurde? Ist das Tier verendet, weil es schlecht getroffen wurde? Ja? Und ist weggerannt, weil es noch lebte, als es schlecht getroffen wurde. Klassiker sind Schüsse in die Beine, gar ein Bein abgeschossen, das Tier hoppelt, kriecht, bewegt sich noch weiter fort. Schüsse in den Äser, also die Schnauze weggeschossen, gibt es leider auch relativ häufig, wenn irgendein Depp der Meinung war, einen Headshot versuchen zu wollen. Ist ein ganz häufiges Problem, vergleichsweise ganz häufig. Die sind alle selten, diese genannten Phänomene. Aber unter diesen seltenen Phänomenen sind die Idioten, die einen Headshot machen wollen, halt dann eben die, die einen Äserschuss verursachen. Und die Tiere sterben dann sehr langsam. Wenn noch nicht mal auf den Torso gezielt wurde, Torsotreffer sind im Regel Fall, selbst wenn nur der Darm, Magen und so weiter und so fort da durchlöchert sind, ist das für das Tier trotzdem innerhalb von Stunden tödlich, wenigen Stunden. Solche Sachen wie eben wirklich nur das Gesicht weggeschossen und so weiter und so fort, das kann auch deutlich länger dauern, gerade wenn es sich um ein robustes Tier wie zum Beispiel ein Wildschwein handelt, bis die dann wirklich mal gestorben sind und bis dahin leiden die. So, und jetzt ist es ein ganz wesentlicher Bestandteil des guten Jagens, des weitmännischen Jagens, wie das so schön genannt wird, dass man eben Tierleid so gut es geht vermindert und oder wenn irgend möglich verhindert sogar. Ja? Und das macht man, indem man einen perfekten Blattschuss setzt. Das Tier fällt auf den Boden und ist schon vorher tot, bevor es schon im Boden ankommt. Sofort schlagartig vom Schock gestorben. Das ist auch der Grund, weshalb für Jagdwaffen immer ein gewisses Kaliber vorgeschrieben ist. Zumindest in Deutschland. Das sieht in anderen Ländern anders aus. Was ich dann immer sehr kritisch sehe, wenn man mal sehen kann, was für kleinen Waffen Amis teilweise auf große Tiere schießen. Das ist, tut weh. Tut weh. Aber so ist sichergestellt, dass der Schuss immer tödlich ist und selbst wenn es mal nicht das Herz oder die Lunge erwischt, dann besten beides, dann ist es trotzdem nicht allzu lange hin, bis das Tier dann von seinem Elend durch den Tod sozusagen ein Stück weit erlöst wird, so sagt man das dann zumindest. Ja? Und jetzt ist es halt eben deswegen ein großer Skandal und das wäre auch vielleicht wirklich was, wo ich jetzt auch dem Böhmermann-Team ein wenig dankbar bin, auch durch diesen Insider-Bericht, wie häufig das bei adligen Jagdveranstaltungen scheinbar passiert, dass da Scheiße geschossen wird und eben Wild liegen bleibt. Und bei dem Wild, das liegen bleibt, das ist ja das, worüber wir eigentlich gerade reden, um mal wieder zum Punkt zu kommen, da kann es halt eben auch häufig sein, dass das, was liegen bleibt, weggerannt ist und dann verendet. Ja? Und das macht das halt eben verdächtig, dass da Tierleid provoziert wurde, das bei ordnungsgemäßer Jagdausübung nicht hätte stattfinden sollen. Und da steckt jetzt das Dynamit bzw. die Spannung eben in diesem Insiderbericht, den wir da in Schwarz auch beim Böhmermann zu sehen kriegen. Das ist schon schwierig. Ja? Und dann eben noch in Kombination mit Schießen, Schaufeln und Schweigen, dass die Dunkelziffer von sowas nicht bekannt ist, kann man schon Angst bekommen oder spekulativ die Vermutung aufstellen, es ist aber trotzdem nur eine Vermutung, nichts bewiesen, dass das in einem Ausmaß passiert, dass man vielleicht eventuell das adlige Jagdtreiben ein bisschen vielleicht eventuell mehr kontrollieren können, wollen, sollte, bei aller gebotener Vorsicht, das zu formulieren. Ja? Also, das ist schon ein großes Manko und wenn immer alles super läuft eben mit dem Schießen, auch der Muttertierschutz wurde teilweise eben missachtet, das was da auch beschrieben wird als die Doublette, wenn du das Leittier, also das Muttertier wegschießt, dann musst du auch sämtlichen Nachwuchs schießen, es gibt auch Triplette und Quartette sozusagen, wenn man halt
Das ist eigentlich nur unter ÖJV-Anhängern verbreitet, dass man 4 Tiere auf einmal schießt, was fast nicht möglich ist, weil man dafür ganz oft repetieren muss. Theoretisch kann man bei einem Repetiergewehr beliebig viel Munition unten drunter knallen. Bei einem Halbautomaten, also ne, wer mal bei der Armee war, wird das Ding kennen, der Peng, 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 Peng macht. Nee, Peng, 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 Peng macht er nicht. Er macht nur Peng, Peng, Peng. Der darf nur 3 Schuss haben. Einen in der Kammer, 2 im Magazin. Ja. Und da kannst du nur maximal 3 Tiere schießen. Ja. Also einen vierten geht höchstens, wenn du immer durchrepetitierst. Und da musst du erstmal so schnell repetitieren, zielen und schießen können, dass du tatsächlich 4 erwischst. Und das ist, wenn überhaupt, dann meistens wirklich irgendwelchen hervorragenden Schützen gegeben. Und die sind fast alle beim ÖJV. Habe ich zumindest den Eindruck. Auch das wieder nur eine unbewiesene Erfahrungsbericht meinerseits. Ja, also das ist, hat schon Zündstoff, hat schon wirklich Zündstoff. Ja, dann kommen wir zu den lustigen Jagdreisen, wo man für 500 Euro seine Frau mitnehmen kann, die von irgendeinem dieser Adligen, dessen Namen ich es leider wieder vergessen habe, was nachvollziehbar sein dürfte, durchgeführt werden. Grundsätzlich ist es so, dass solche Jagdreisen dahingehend immer kritisch zu sehen sind, wenn man aus dem Ausschreiben dieser Jagdreise, und das ist hier ja der Fall bei dem, was der Böhmermann zitiert, rauslesen kann, dass es sich hier um die sogenannte Trophäenjagd handelt. Innerhalb der Jagdwelt ist das jetzt auch nochmal so ein Aufregerthema. Trophäenjagd, ja, nein, vielleicht. Und da müssen wir jetzt unterscheiden. Was garantiert unkritisch ist, ist, wenn du völlig ohne jeden Zweck und ohne jeden Nutzen daran zu sehen, ein Tier schießt, das ein Horn auf dem Kopf hat. Ja, und jetzt hast du halt das Tier geschossen aus, weil es halt das Tier war, das du gerade schießen wolltest oder weil es das einzige war und so weiter und so fort. Und das war legal und erlaubt und war sinnvoll und das isst du jetzt auch. Und jetzt hat es halt zufällig ein Horn auf dem Kopf. Jetzt ist nichts Schlimmes dabei, wenn du dir dieses Horn jetzt zusätzlich noch an die Wand hängst. Tut niemandem weh, ne? Dem Tier auch nicht mehr. Aber das Problem bei der Trophäenjagd besteht ja nicht darin, dass man sich ein zufällig enthaltenes Horn eben mal so eben an die Wand hängt, sondern dass das an die Wand hängen von Hörnern für manche Jäger den Sinn der Jagd darstellt, beziehungsweise ja das Essentiellste überhaupt an der Jagd. Und das nennt man eben die Trophäenjagd, die von ÖJV-Anhängern außerordentlich kritisch gesehen wird, also 100% abgelehnt, von mir im Übrigen zu 90%, ne? Weil wie gesagt, wenn du sowieso so ein Horn am Tier dran hast, dann kannst du es dir von mir aus auch aufhängen. Es ist aber halt immer dann schwierig, ob man innerhalb in der Jagdszene, ob man jetzt ein Trophäenjäger ist oder nicht, wenn man überhaupt welche aufhängt. Ja, also ÖJV-Jäger haben im Regelfall bei sich daheim, wenn überhaupt, dann nur noch so ein ganz altes, verstaubtes Geweih von Großvater rumhängen oder gar keins. Ja? Meistens. Aber auch das ist jetzt der Klischee-ÖJV-Jäger. Dann gibt es natürlich genauso wenig, wie es den Klischee-DJV-Jäger gibt. Das ist dann immer ganz schwierig, wenn man mit solchen Stereotypen arbeitet. Das behaltet bitte gerne im Hinterkopf, dass ich das nur zu Vereinfachungszwecken jetzt tue, weil sonst sitzen wir morgen noch hier. So, der Trophäenjäger hat so ein bisschen das Problem, dass er ja gerne eine möglichst große, möglichst schöne Trophäe haben möchte. Der Trophäenjäger sagt dann auch immer, dass das jetzt dafür da ist, um sich an das Erlebnis zu erinnern, das er hatte bei der entsprechenden Jagd. So, jetzt ist diese entsprechende Jagd im besten Fall einfach ein Rehbock, den er halt in Deutschland geschossen hat, den er besonders gut getroffen hat und daran ist überhaupt nichts auszusetzen, wenn er sich jetzt daran unbedingt erinnern möchte, sich das Geweih an den Kopf, an die Wand zu hängen. Ne? Aber problematisch wird es sehr schnell, dass wenn man angefangen hat, eine Trophäensammlung aufzubauen, man dann auch noch irgendwelche speziellen Trophäen haben möchte und man eines Tages vielleicht sich dabei ertappt, dass man um der Trophäe willen irgendwo hinfährt, um dort Tiere zu töten, das ist, wo es gar nicht sinnvoll ist, diese dann zu schießen, um sich dann eine zusätzliche Trophäe an die Wand zu hängen. Und das ist vor allen Dingen dann meiner Meinung nach mit einer gewissen Perversion verbunden, dass man, wenn man woanders hinfährt, um da jagen zu gehen, fast immer einen Jagdaufseher, jemanden braucht, der einen zum Schuss bringt, nennt man das. Das heißt, der läuft mit dir dann in den Wald, Steppe, Park, Serengeti, Gebirge, was auch immer da halt jeweils ist, quasi zeigt dir das Tier, weiß im besten
besten Fall über Funk durch seine Mithelferchen und Helferlein, wo das Tier sich gerade befindet. Gerüchten zufolge sind die hin und wieder auch mal angefüttert und an einer Stelle besonders mit Leckerlis versorgt, damit sie da auch ja bleiben. Und dann buxiert man eben seinen Jagdgast vor diesem Tier, damit der dann, soll er dann ein halbwegs passabler Schütze ist, das Tier dann einfach wegballern kann und sich dann hinterher toll fühlt, was er doch für ein Supermann ist. Im Regelfall sind das zu 99,9% Männer. Es gibt da eine Frau, die hat diverse Shitstormer und Social Media hinter sich, die sowas auch macht, aber ja, abgesehen von der ist mir kein Fall bekannt, dass Frauen auch so einen Schwachsinn betreiben. Mag es aber trotzdem selbstverständlich eben auch geben. Aber ja, und dann fühlt man sich toll und dieses glorreiche Erlebnis, diese super heroische Leistung mit einer Hightech-Waffe, ein auf dem Präsentierteller dargestelltes, noch lebendiges Ziel getroffen zu haben. Dafür bezahlt man jetzt einen Haufen Geld, hängt sich dann den Kopf von dem Tier an die Wand, in ausgestopft und mit Geweih, und das Fleisch, das kriegen die Einwohner des entsprechenden Landes, in das man da gereist ist. Natürlich gibt es sowas auch innerhalb von Deutschland. Wenn du zum Beispiel irgendwo her bist, wo es kein Rotwild gibt, dann wirst du mal vielleicht zu einer kleinen Jagdreise in zum Beispiel ein Rotwildgebiet reisen, um mal ein Stück Rotwild im Laufe deines Lebens geschossen zu haben, nach Möglichkeit eben halt ein Hirsch. Eine Perversion, die diesbezüglich häufig vorgekommen ist und vielleicht Erwähnung finden könnte, ist der sogenannte Pensionshirsch. Wenn ein früher hoher Forstbeamter in Pension gegangen ist, ne, also wo entweder Forst- oder Jagdbehörde beispielsweise, dann durfte der zum Abschied einen Pensionshirsch schießen, also irgendeinen Hirsch, der aufgrund seiner enormen Anzahl von Knochenenden, die er auf dem Kopf hat, selten ist. Den durfte der dann wegballern und hat den quasi als Pensionsgeschenk bekommen. Und das war eine furchtbar große Ehre für den Mann, dass er sich dann einen 14, 16, 18 Ender, irgend sowas um den Dreh, je nachdem wie hochrangig besagter Beamter gewesen ist, an die Wand hängen durfte. Gab es in West- und Ostdeutschland. Ist also vollkommen egal, da können wir schön Einheit betreiben in diesem Schwachsinn. So, und ja, ne, das Problem ist jetzt, dass man, damit man möglichst viele solche besonders prestigeträchtigen Trophäen, die denjenigen, der den geschossen hat, als besonders tollen Hecht ausweisen, was einfach nur Schwachsinn ist, ne, Phallus-Symbol und so weiter und so fort, also toxische Maskulinität sagt man heutzutage zu sowas, da muss man keinen modernen Begriff für finden, es ist einfach nur dämlich. Aber man kann natürlich einen modernen Begriff dafür verwenden, wenn man das dann gerne möchte. Wie auch immer, jedenfalls führt das dazu, dass man dann möglichst viele solche Hirsche haben möchte und dann, das hatte ich eben schon angerissen, selektiv in den Hirschbestand zum Beispiel eingreift, indem man die mit krummem Geweih, die können noch so gesund sein, und das ist wichtig. Der Hirschkuh, dem Tier in der Jägersprache, ist es scheißegal, ob das Geweih, das ihr Mann auf dem Kopf hat, krumm ist, schief, 17 oder 5 Enden hat. Hauptsache, der ist am stärksten. Ja? Es setzt sich der Hirsch durch, der die anderen Hirsche vom Platz drücken kann und am lautesten brüllt. Im Regelfall hat er dafür auch ein besonders großes Geweih auf dem Kopf. Aber wie viele Enden das hat, ist völlig unerheblich. Der stärkste Hirsch muss sich durchsetzen. Ne? Und das kann durchaus in einer natürlichen Schalenwildpopulation, die eben Trophäenträger beinhaltet, eben auch einer mit krumm und schiefen Geweih sein. Das ist vollkommen egal. Ja? Groß sollte es ein Stück weit sein, das beweist, dass der männliche Hirsch, die schmeißen das Geweih ja jedes Jahr runter, das dient dazu, eben den Weibchen zu imponieren, so nach dem Motto, ey, ich weiß, wo hier die kalziumreichsten Pflanzen wachsen und magnesiumreichsten. Ich habe so viele davon gefressen, dass ich mir jedes Jahr einen 14 Kilo Knochen auf den Kopf setzen kann. Ja? Also im krassesten Fall 14 Kilo. Und das weist ihn dann natürlich als Ultrahirsch aus, nicht die Enden dieses Knochen. Ne? Und
solche Hirsche, also die mit den vielen Enden am Knochen, die werden jetzt quasi züchterisch herbeigezüchtet, indem man die schlechten Vererbe, wir hatten es ja schon von der Rassentheorie, ne, rausballert, damit nur die übrig bleiben. Und man bildet sich dabei tatsächlich ein, das ist wissenschaftlich alles schon längst widerlegt, dass man dadurch den Bestand besonders gesund erhält. Im Regelfall erhält man eher den Bestand besonders genetisch verarmt, weil man eben nur die Gene für Enden am Geweih sozusagen bevorzugt. Und ob das Tier ansonsten gesund ist, vernünftige Muskulatur hat, einen Klumpfuß oder sonst wie, ist ja scheißegal, weil nur den Kopf will man an die Wand hängen, nicht den Fuß. Ja, also es ist eine Perversion und meiner Meinung nach die berechtigste Kritik am deutschen Jagdsystem, wenn es Jäger gibt, und die gibt es, die immer noch Trophäenjagd und eine Auslesehege auf besonders große Trophäen betreiben. Und diese Jäger, die finden wir halt eben, und das ist eine Tatsache, das ist so häufig der Fall, dass ich mir da ganz sicher bin, mit dieser Vermutung tatsächlich zuzutreffen. Nicht nur, aber häufig innerhalb der adligen Jägerschaft. So, und solche Jagdreisen sind dann halt eben die Ausgeburt dessen, dass man eben irgendwo hinreist, ein tolles Jagderlebnis wie beschrieben hat, um sich dann irgendeine Trophäe von sonst wo an den, irgendwo hinzuhängen. Ja? Die schlimmste Ausprägung solcher Jagdreisen, ich muss noch kurz sagen, Trophäenschau. Dieses Bild, was am Anhang an die Mail, die der Böhmermann verliest, zu sehen ist, wo sie da posen, während sie eben die Köpfe der erlegten Tiere vor sich haben. Wir wissen, dass das eine Trophäenjagd war, weil zwei Faktoren. Erstens, in der Mail steht, es dürfen maximal 4 Trophäenträger pro Schütze geschossen werden. Das heißt, Trophäenträger sind wertvoller als Nicht-Trophäenträger. Ein ökologischer Jäger, der wirklich aus Naturschutz jagt und aus Nahrungserwerb jagt, dem ist die Trophäe scheißegal. Der differenziert da nicht. Ja? Das ist auch für die ganz wichtig. Da legen die größten Wert darauf, um sich eben von den Trophäenjägern abzuheben. Und das ist der Faktor Nummer 1, dass der Trophäenjäger wertvoller ist als die weiblichen Stücke, was Quatsch ist. Ne? Normalerweise herrscht übrigens eine Geschlechtergleichverteilung, 50-50. Nur durch die Jagd werden männliche Tiere seltener, beziehungsweise gute Vererber häufiger und alle anderen männlichen Tiere deutlich seltener. Und Weibchen im Überschuss sozusagen produziert, damit es möglichst viele Nachkommen gibt, damit Lotto sozusagen die Chance, dass da einer bei rumkommt, der dann ein 37 Entengeweih hat, eben höher ist, schlicht und ergreifend. Also es findet da wirklich auch eine künstlich herbeigeführte Überpopulation an Weibchen statt, weil man die wenig wegschießt. Und gerade wenn man die Weibchen nicht wegschießt, sondern immer nur die Männchen, wovon sich nur ein einziges Männchen pro Hirschrudel überhaupt an der Reproduktion beteiligt. Deswegen ist ein Männchen wegschießen meistens vollkommen egal für die Hirschpopulation. Weiblein wegschießen würde die Hirschpopulation effektiv verringern, weil sie dann keinen Nachwuchs mehr hat. Aber das macht man ja nicht, weil man ja viel Nachwuchs haben möchte. Ne? Also ihr seht, das ist ein Riesenfass und eine Kaskade von saumäßig komplexen Vorgängen im Detail, die man kennen kann, nicht muss, aber kann, und ihr hört mir jetzt schon eine ganze Weile zu, das heißt, euch interessiert es wahrscheinlich. und eben zweiter Faktor ist, eine Trophäenschau als solche, zum Beispiel, dass da einfach die erlegten Tiere, Ganzkörpertiere, liegen, zum Beispiel wenn man Wildschweine geschossen hat oder Rehe oder sonst wie. Ja, und jetzt liegen da nach einer Bewegungsjagd. Da kann man sich jetzt auch ganz lange drüber unterhalten, ob die sinnvoll sind. Ja, nein, vielleicht. Vielleicht mindestens. In manchen Fällen sicher auch ja, in einigen Fällen sicher auch nein. Aber man kann hin und wieder schon mal eine durchführen. Ist halt die Frage, wie oft. Wie auch immer, jedenfalls danach liegen da ein Haufen erlegte Tiere. Dass die da liegen, ist jetzt eine gelebte Jagdtradition aus Deutschland, solange das ganze Tier liegt. Auch die weiblichen, nicht nur die mit Zeug auf dem Kopf, und diese Tiere dann gewürdigt werden, indem man zum Beispiel die Strecke verbläst. Das hatte ich eben auch schon mal kurz erwähnt. Das ist dann mit dem Jagdhorn ein entsprechendes Liedchen zur Ehre der erlegten Tiere zu blasen. Das ist wie wenn der Inuit sich bedankt bei der Robbe, die er gerade aus dem Eisloch gezogen hat, und ein kleines Ritual vollführt, um dem Tier zu danken dafür, dass es ihn jetzt ernährt. Ne? Das gibt es, wie gesagt, in jeder jagenden Kultur. Warum sollte es das bei uns auch nicht geben? Das ist nicht falsch.
falsch, da ist wirklich gar nichts falsch dran. Aber wenn man nur die Geweihe würdigt und nur zeigt, ah, hier, guck mal, ich habe da die tollen Muffelköpfe da alle geschossen und da gucken sie einem jetzt entgegen und so weiter und so fort, dann ist das meiner Meinung nach Perversion des eigentlichen Naturschutzgedankes, den Jagd haben kann und der Naturschutzfunktion, die Jagd haben kann. In Form der Trophäenjagd ist das nämlich nicht mehr der Fall, da ist überhaupt kein Naturschutz dabei, da findet wirklich eine Zucht statt von einem Wildtier. Also da bin ich ein entschiedener Gegner, um das, dass das noch nicht deutlich genug war. So, ja, das sind also diese Jagdreisen und jetzt haben wir als letzten Punkt und bei mir Kapitel 8, Jagdreisen ins Ausland. Ehrlich gesagt, so pervers das auch ist und so schlimm sich das anfühlt, wenn da jemand Jaguar schießen, Gepard schießen und sonst was schießen geht, was nicht geschossen gehört, muss man bei diesem Fall, also jetzt so exotische Jagden in zum Beispiel Namibia, leider, das tut weh, aber man muss da meiner Meinung nach tatsächlich ein Auge zudrücken. Nicht für den Schützen. Der Schütze ist verachtenswert und widerlich, ja? Bedrohte Tierarten töten möchte und sich daran irgendwie aufgeilt, sich die dann hinterher an die Wand zu hängen. Das muss man wirklich so klar sagen, wer das macht. Ja, ich könnte jetzt noch Adjektive weitere aufzählen, um meine Verachtung für so ein Handeln zum Ausdruck zu bringen. Aber leider, hier ein Aber, nicht ein Punkt, sondern ein Aber. Blöderweise finanziert das zu großen Teilen den Naturschutz in Afrika. Ja? Weil wir in sogenannten entwickelten Länder es uns scheinbar nicht leisten wollen, einen vernünftigen Tierschutz in zum Beispiel der Serengeti zu bezahlen. Vor Ort können sie es nicht bezahlen. Das sind ja bekanntlich gerade die ärmsten Länder der Welt. Und da gibt es also keine Möglichkeit, das illegale Abschießen von Tieren, die dann irgendwelche homöopathischen Arzneimittel wie Nashornhorn oder ähnlichen Quatsch enthalten, das ist jetzt nicht homöopathisch, aber ähnliche Fantasieheilmittel, die keinerlei Wirkung haben, außer vielleicht ein Placebo-Effekt. Und ja, damit man das verhindern kann, braucht man Geld, weil in den entsprechenden Nationalparken Afrikas tatsächlich bewaffnete Ranger, die ja schon fast Soldaten eher sind als Naturschützer, unterwegs sein können, um dann eben auf die Wilderer Jagd zu machen, die da eben versuchen, an das Nashornhorn, Elefantenstoßzahn und ähnlichen Schwachsinn ranzukommen. Wie gesagt, was alles keine Wirkung hat, aber eben trotzdem gut bezahlt wird von irgendwelchen Arschlöchern, die das gut bezahlen. So. Und um diese Anti-Wilderei-Truppe zu unterhalten, brauchst du halt Geld. So, und jetzt ergibt es sich auch in einer bedrohten Tierartenpopulation, dass da mal irgendein Tier ziemlich alt wird und absehbar ist, dass, also im besten Fall, ja, es gibt auch Fälle, da wird das leider missbraucht und da läuft das nicht so gut, aber nehmen wir mal an, es läuft gut, dann haben wir ein zum Beispiel Nashorn, das eben kurz vorm natürlichen Lebensende steht und ob du jetzt dieses Nashorn jetzt noch paar Monate da rumlaufen lässt, bis es dann einfach von alleine tot umfällt oder ob du jetzt in reiches Arschloch einfliegst, das dir, keine Ahnung, 30.000 Euro, Nashörner sind verdammt teuer, die kommen in der Liste gar nicht vor, die der Böhmermann da zitiert, bezahlt, um dieses Nashorn schießen zu können. Am Ende ist das Nashorn ein paar Wochen früher tot. Du musstest dich mit einem Abschaum der Menschheit auseinandersetzen und den zu Besuch haben, um ihm zu zeigen, wo er jetzt auf das Nashorn schießen darf und das Nashorn quasi auf dem Präsentierteller präsentieren. Aber dafür hast du beim örtlichen Preisniveau deine Miliz, die den Nationalpark beschützt, für 2-3 Jahre bezahlt. Ja, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber zumindest hast du es eine ganze Weile lang bezahlt. Und die anderen Tiere, außer jetzt eben dieses alte Nashorn, sind damit ein Stück weit geschützt. Und ja, da kann man sich jetzt wirklich, das ist so ein Deal mit dem Teufel, so ein Stück weit. Ne? Also es ist natürlich falsch,
Ja, es fühlt sich ethisch, moralisch außerordentlich mies an, aber es ist die Einnahmequelle, die denen da zur Verfügung steht. Und jetzt ist es hochgradig arrogant, meiner Meinung nach, von unser eins, die wir eben in einem reichen Land immer noch, einem reichen Land wohnen, und dann eben den ärmsten Ländern der Welt Vorhaltungen zu machen, wenn sie mit den paar Ressourcen, die sie halt eben nun mal haben, dann so wirtschaften, dass sie einigermaßen bezahlen können, dass ihnen jetzt halt eben nicht noch mehr bedrohte Tierarten sozusagen abhanden kommen. Daher habe ich großes Verständnis für die Menschen vor Ort, die vom Jagdtourismus leben müssen und ja, nicht wollen, bestimmt nicht, aber sicher müssen. Und ein Stück weit, ne, also ob ich jetzt diejenigen, die da jagen gehe, für Untermenschen halte oder nicht, das ändert ja nichts daran, dass es immer welche geben wird, die da jagen gehen. Man muss also jetzt bestimmt nicht die dann auch noch feiern dafür, dass sie da jagen gehen. Leider gibt es eine Community, die das tut, gerade seit die Bilder auf Social Media gepostet werden, wenn jemand einen Löwen oder Ähnliches erlegt hat und dann daneben posiert mit der Knarre in der Hand und dann ganz viele Likes haben möchte, und die Likes kommen. Es kommen auch Morddrohungen, ja. Nein, Morddrohungen sind nie berechtigt, aber aus einer zornigen Sichtweise vielleicht in diesem Zusammenhang eventuell eine Spur, eigentlich auch das nicht, aber eine Spur nachvollziehbar. Nicht gerechtfertigt, aber nachvollziehbar. Ja, also ich werde auch zornig. Und ja, das ist so ein ganz wesentlicher Punkt, den wir bei diesen Jagdsafaris wirklich, wirklich, wirklich noch im Hinterkopf behalten müssen, dass die heutzutage auch eine nützliche Komponente beinhalten, wenn auch eine sehr schmerzhafte. Gut, und jetzt ist mein Zettel leer. Ich habe mir noch überlegt beim Weg hierher, dass vielleicht noch ein Thema angesprochen werden sollte, damit das Ganze ja auch kurz genug ist. Macht Töten Spaß? Ist Freude am Töten eine Motivation, die Jäger tatsächlich haben? Und das ist sehr, 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 sehr schwer zu sagen. Ich habe noch fast keinen Jäger gefunden, der öffentlich zugibt, ich meine, dass es da mal so irgendeinen gab, aber den kannst du nicht ernst nehmen, aber quasi keinen gefunden, der öffentlich zugibt, dass es ihm tatsächlich um Machtausübung geht, um Gewaltausübung, um das Berauschende, das Gewalt haben kann, dass die große Macht, die eine Schusswaffe uns ansonsten eher schwächlichem Tier verleiht, dass einem das was gibt, vorsichtig ausgedrückt. Ne? Es ist ein großes Tabu, als Jäger das zuzugeben. Das wird man kaum hören. Ich bin aber ehrlich gesagt schon davon überzeugt, dass es Leute geben wird, die vielleicht aus den richtigen Gründen jagen, die wohlmöglich auch komplett richtig jagen, ökologisch sinnvoll jagen und verantwortungsvoll jagen und trotzdem dieses Gefühl kennen und es sicherlich ein Stück weit vielleicht auch schätzen. Und jetzt ist die Frage, ist das ethisch-moralisch verwerflich, dass man einen Reiz am Töten findet? Ob das jetzt Spaß macht, das Wort würde ich tatsächlich auch nicht verwenden. So wie der Schambolzen, der da am Schluss beim Böhmermann noch zitiert wird. Der ist ja wirklich unglaublich sympathisch, der Kerl. Nicht. Aber es gibt sicher ein berechtigtes Interesse am Töten. Ja? Raubtiere haben das ja schließlich auch, so ein Tötungsinstinkt. Ausgewiesene Raubtiere sogar so weit, dass sie den vollkommen nicht abschalten können und in einen regelrechten Blutrausch geraten und ein Tier nach dem anderen töten, solange die dann eben nicht entkommen können. Dieser Tötungsinstinkt immer wieder ausgelöst wird. Da auch wir in unserer Evolution als Mensch durchaus immer auch Jäger waren, immer. Ne? Auch ein Schimpanse geht mal jagen. Natürlich, wir wissen nicht korrekt, von welchem Affen exakt wir letzten Endes vielleicht eventuell abstammen und ob unser letzter gemeinsamer Vorfahre, der dann schon mehr Mensch als Menschenaffe war, wie weit der jetzt einen Jagdinstinkt hatte oder nicht. Das ist alles sehr spekulativ. Aber ein Stück weit gehört es vielleicht schon immer noch in unsere Biologie, dass ein Jagdinstinkt in uns, in manchen von uns noch vorhanden ist.
So, und jetzt würde ich die These aufstellen wollen, dass ein Jagdinstinkt so mit Vernunft und Verstand ausgeführt wird und nicht die Kontrolle über den entsprechenden Besitzer des Instinktes erlangt. Würde ich die These aufstellen wollen, dass das was Natürliches ist und daher nicht unbedingt verurteilt werden sollte. Und somit würde ich für mich persönlich einen Jäger, der eine gewisse, ich nenne es mal Befriedigung aus dem Tötungsprozess als solchen zieht, nicht unbedingt als sehr, sehr unsympathisch ansehen wollen. Ja, es wirkt im ersten Moment falsch, aber wenn man das ein bisschen reflektiert, ist das eine der urtümlichsten Fähigkeiten, die wir halt mal irgendwann besessen haben, auch wenn es eben 99% von uns, ne, das ist jetzt ein bisschen, doch, ich weiß es nicht, aber den allermeisten von uns eben fremd geworden ist, sein Essen vorher umzubringen, bevor man es isst. Und die erfolgreiche Jagd, dass die Belohnungshormone, Endorphine und Ähnliches freisetzt, das ist bewiesen und ist auch sinnvoll für unsere Evolution als Mensch, ne? Dass wir irgendwann mal eben aus der Jagd auch ein Stück weit Freude, Motivation schöpfen mussten, um uns weiter um die Jagd zu kümmern, dass uns also unsere Biologie dafür belohnt, etwas zu tun, was wir seit Menschengedenken tun, nämlich eben jagen gehen, ne? Mit einem angespitzten Stock inzwischen nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr so häufig. Ja, mag ja so Fälle geben, aber die Emotion ist sicher dieselbe. Das empfundene Jagen, der empfundene Beutemachen-Prozess, der ist sicher noch ähnlich. Und bei Menschen, die das eben noch tun und das ein Stück weit auch als Lebenseinstellung ein Stück weit auch betrachten, ist sicherlich meiner Meinung nach, auch wenn sie das wie gesagt alle nicht zugeben wollen, der Tötungsprozess etwas, was eine gewisse Befriedigung beschafft. Ja? Aber ich möchte das nochmal nicht verurteilen, sondern sehe das als naturgegeben an, dass das uns einfach auch wie jedem anderen Karnivorentier im Blut liegt, ein Stück weit. Ja? Man sollte es halt nur als zivilisierter Mensch nicht beim Instinkt belassen, sondern eben auch die Vernunft ein wenig zu Wort kommen lassen, um uns nicht nur von unseren Trieben leiten zu lassen. Das wissen wir alle, dass dann es mit der Zivilisation in eine andere Richtung gehen würde. Wobei, andererseits tut es das ja auch gerade, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich bin an der Stelle durch. Ich bedanke mich herzlich für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Wenn sie bis hierhin stattgefunden hat, war sie gewaltig. Das freut mich sehr. Ich hoffe, ein bisschen was zur Verständnis der gesamten Jagddebatte beigetragen zu haben. Es könnte man auch viel mehr dazu erzählen. Es ist wirklich ein gigantisches Fass, das man da aufmacht. Die Jagdwissenschaften sind nochmal so ein eigener, wichtiger Unterpunkt in der Forstwissenschaft. Ist sehr, 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 sehr wichtig diesbezüglich, weil eben die Tiere ja auch im Kontext ihres Ökosystems, was bei uns fast immer der Wald ist, betrachtet werden müssen. Aber auch ein großer Teilbereich der Wildtierökologie generell, die sich aus der Biologie oder aus der Forstwissenschaft manchmal selten aus der Agrarwissenschaft ergibt, ist also schon irgendwo mein Fachgebiet. Ne? Also nicht mein ausgewiesenes, krasses Fachgebiet. Ja, da gibt es Leute, die nur das machen, die kennen sich dann natürlich noch mal besser aus. Aber trotzdem kann ich da ein bisschen was zu erzählen, glaube ich. So, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ja, viel Spaß bei was anderem.